Nein, das meine ich nicht. Bloß ich renne gerade in meinen Tempel rein. Wir wiederholen nochmal. Vivi hat gerade was gemacht. Nee, pass auf, folgendes ist passiert. Ich renne in meinen Tempel rein. Ich habe vorhin den gesamten Boden rausgekloppt. BZW habe damit auch die Bodenwaren weggekloppt. Da drin dann halt die Glaskuppel fertig zu machen. Plötzlich alles dunkel, alles voller Monster. Und ich dachte mir so, okay, ganz langsam aus der Tür rausgehen. Tschüss. Nice. Ich habe hier offscreen so gestern und heute Morgen noch mal ein kleines bisschen was gemacht. Zum einen habe ich den Kuhstall mal, ja, feuerfest gemacht. Andy fest gemacht. Ich habe meine Möhrchen ein bisschen erweitert. Ich habe jetzt hier angefangen, Melonen zu sehen. Da muss ich nämlich mal drauf eingehen. Ich habe mir ein bisschen was enchanted auch, so hier und da so ein bisschen Blödsinn. Und bin hier oben ein bisschen ausgerastet. Also hier ist jetzt mittlerweile alles relativ ready für ein Häuschen. Aber was viel wichtiger ist, was ich offscreen gefunden habe, was ich euch mal zeigen möchte. Ihr habt doch mal gesagt, ich habe mich letztens gewundert, wieso ich hier immer bei mir in der Nähe so viele Spinnen höre, obwohl da nie welche sind, ne? Ja, stellt sich heraus, mein Keller ist ein Spinnspawner, sofern ich ihn finde. Ah, hier. I mean, check this shit out. Fucking Spinnspawner. Die Kisten habe ich schon gelootet. Halt zwei goldene Äpfel drin gewesen, eine Schallplatte, ein Sattel und noch was. Ein bisschen Haufen Zeug halt. Saat und so. Ich wollte eigentlich nur das Diorit hier. Und auf einmal... Dio. Und auf einmal... boom. Auf einmal hi. Das Witzige ist ja, der Spawner ist... Der stand so hier. Ergo... Ne? Die Viecher spawnen zwar hier drinne, kommen hier aber nicht raus. Ergo... Ja, du kannst dich hier hinstellen und sie hängen da einfach oben fest. Und dann passiert es einfach. Du willst damit sagen, sie hängen sich auf? Basically, ja. Und ich habe mein Schwert Flammenberg genannt. Ich frage mich nicht, warum. Mir war danach. Nice. Flammenberg ist cool. Ich habe nur keine Ahnung, was der Effekt Plünderung bringt. By the way, da oben ist noch ein Höhlensystem, wo ich heute erkunden will. Nicht mehr Loot von Viechern? Sicker Shit dann. Ich habe einfach das genommen, was mir gerade zur Verfügung stand. So, yeah. Ein zumindest, das wäre der Effekt. Nämlich, ist hier unten noch eine Höhle, ein Höhlensystem. Du bekommst mehr Loot von Monstern und so. Ah. Ja, dann ist es doch gar nicht so schlecht. Ich gehe jetzt mal so halbwegs unprepared mal so in diese Höhle, einfach weil ich mir das angucken will, was hier ist. Es wurmt mich schon den ganzen Vormittag, weil ich, ne, keine Ahnung habe, wo das hinläuft. Ich habe ja nur kaum Fackeln. Und bin an sich richtig underprepared. Dieser Moment, wow, wo man einen Glasblock falsch setzt und sich das gesamte Gesicht verzieht. Oh mein Gott. Der Moment, wenn. Der Block war so richtig disgusting. Ja, nee, du weißt einfach, du hast dich verbaut und du weißt, wenn du ihn jetzt versuchst abzubauen, dann geht er kaputt. Und das ist einfach so. Oh. Geht er kaputt. Oh Gott. Na gut, ich kann mir noch ein paar Fackeln jetzt hier on the run machen. Ist jetzt ja nicht so das Problem. Wie war das nochmal? Einmal brauche ich das, dann brauche ich... Wie mache ich das denn jetzt? Wie geht nochmal ein Lagerfeuer? Setz dich ans Lagerfeuer! Okay, sorry. Du brauchst Kohleblöcke. Das ist ein Hardtrigger. Guck doch in das Buch rein. 6, 7, 8. Also Kohle ist dabei, ne? Das Rezept. Ja, ich habe Kohle ohne Ende. Ich glaube, man brauchte mal nicht nur einen Kohle. Nee, da brauchte man doch nicht drei. Guck doch ins Rezeptebuch. So, insgesamt 4. Stimmt, es gibt ja das Rezeptebuch, das vergesse ich immer. Wir leben in 2019, du brauchst keine Internetseite mehr für sowas. Doch. Nein. Also ganz unten drei Holzblöcke, die normalen gehackten Stämme. Also normale Stämme.
Okay. In die Mitte dann eine Kohle. Ah, okay. Und dann oben drüber als Trapez Stöcke. Stöcke. Okay, jo. Okay. Was ist das, eine Pyramide? Hit him with a stick. Ja, ich habe schon Trapez verstanden. Get a jiggy with it. Ah, geil. Even more Höhle. Das ist genau, was ich gebraucht habe. Ich habe ja nur noch eine Schlucht, die ich noch nicht komplett erkundigt habe. Alter, ich dachte, du spielst Minecraft und nicht Cave Story. Beides. Gleichzeitig. Auf 100% auf Platin. Solange nicht irgendeinem der Monster ein Höschen klaut, ist alles okay. Naja, solange nicht wie ein Kollege von mir einfach Fallout 4 auf 100% spielt. Hatte ich mal vorgehabt, witzigerweise. Der hat, also bis auf, dass er alle Enden hat, hat er alles gemacht. Alles. Ja, das Problem ist, das ist halt auch der größte Faktor einfach. Mit allen Erweiterungen. Die ganzen Endings sind ja halt das größte Problem an der Sache. Ja, der hat dafür Save States. Ach ja, stimmt. Noch extra gesetzt, der spielt auf Playsy, aber der hat noch extra nochmal alle Save States dafür gesetzt, damit man hinterher noch machen kann irgendwas. Aber der hat dann, nachdem er zumindest die Grundstory komplett durch hatte und alle Missionen durch hatte, hat er erstmal keinen Bock mehr gehabt. Ich glaube, ich hole mir noch mal schnell die Gerüste, bevor ich weitermache. Oh so. Mein Gott. Okay, ich habe zumindest jetzt schon mal die oberste Grundfläche der Kuppel. Jetzt kommt der schwierige Teil, dass ich das Ganze anpasse. Aber dafür brauche ich das Dings. Mensch, gut, dass ich hier kein Höhlensystem habe, was noch mal unnötig tief ist. Ja, das wäre echt schlecht. Ja. Ich meine, okay, das hier ist... Es ist einfach nur ein fucking Pool. Nee, es geht hier noch weiter. Noch tiefer. We need to go deeper. Hol, du hattest doch Andesit, oder? Andesit. Dio. Jupp. Oh. Könnte ich mir was abholen? Hol dir mal, wenn was da ist. Müsste aber noch Kiste weiß da sein. Not yet. Okay. Not yet. Later. Later, Hater. Ich habe drei Andesit. Aber die brauche ich selber. Krass, drei! Boah, scheiße. Ja. Ja, die habe ich zu viel. Pass bloß auf. Ja, ich... Und auf jeden Fall brauche ich auch sehr viel Diorit und Andesit später für meinen Tempel. Das werde ich mir aber aus den Tiefen holen. Ich habe noch Diorit. Diorit habe ich tonnenweise. Ja, so muss am Fuß meines alten Berges, da war eine Andesitader. Das Gute ist, ich habe noch eine Spitzhacke bei mir für Nöte. Hol. Mhm. Ich klau mir mal ein bisschen was von deinem Bambus. Nimm dir was aus Bambus? Ja, ich schlag die auch in Höhe 2 ab, damit die nachwachsen. Spambus. Ach, ja, ich will mir ein paar Gerüste bauen. Ich weiß noch nicht, wie das geht, aber ist egal. Links und rechts jeweils eine Reihe Bambus und in die Mitte dann ein Spinnennetz obendran. Ein Spinnennetz? Also halt ein Faden. Achso, ein Faden, ja, ein Faden. Nativ nehmen wir halt den 64er-Stack bei mir raus. Zum Glück hast du halt Nadel und Faden dabei. Hui. Das ist immer witzig, wie das abgeht. Adam's Family. Bambus habe ich so noch gar nicht gesehen hier. Noch rumliegen. Muss ich gleich noch kurz bei meiner Frau plündern. Die hat nämlich ein paar Sachen für mich aus dem Nether geholt. Bei dein Frau. Bei dein Frau, ja Mensch. Ja, bei meiner Frau. Ja gut, dein Frau hockt ja jetzt gerade eh stinke alleine irgendwo in der Pampa. Ja, in der neuen Wohnung. Kann sich mit ihrer Freundin Sanja... könnt ihr irgendwelche Sachen machen, keine Ahnung. Was Frauen halt so tun. Ja, so. Das ist halt ein Riesenraum, wo sie überlegen muss, wo sie ihre ganzen nackten Männer hinhängt. Wäh. Ja, das ist ein Riesenraum, den sie schon fast zutapeziert hat mit ihren Postern. Sag ich doch. Ja, und hat so sich, viel Platz für nackte Männer. Hat sich eine Wand pur grün gemacht, damit es ein Greenscreen ist. It's, ja. To be honest, fucking genius. Ja. Ja, doch. So ist so. Weißt du, wie teuer eigentlich ein Greenscreen ist? Ich kann es mir vorstellen. Okay, es geht eigentlich. Natürlich fang ich einfach an zu streamen, während du duschen gehst. Natürlich.
Ich stream immer dann, wenn Leute duschen gehen. Ja, wir müssen auch sicher gehen, dass du frisch zurückkommst und nicht stinkst. Ja, eben. Ist ganz wichtig. By the way, was habe ich hier für eine Feuer- und Eishöhle? Vor allem, es geht immer nur so ein bisschen wieder hoch und dann nicht wieder runter. I want to go down. Ich buddel mir auch gleich straight down. Ja, ich stink nicht mehr, habe ich auch vorhin gesagt. Oh, er hatte sich so geirrt. Oh, gestern, ne? Ich habe ja gestern mal die Dusche meiner Eltern geraidet, ne? Oh Gott. Ja, meine Eltern haben halt so viel schöneres Bad als ich. Das ist richtig scheiße manchmal. Weil ich denke mir immer so, ja Mensch, ich kann mich so... Ich bin in meiner Dusche so. Also bewegen ist nicht so cool. Also Entspannung ist ein bisschen anders. Ich gehe duschen, um sauber zu werden. The end. Aber dann unten, da konnte ich dann tatsächlich mal so, oh geil, ich kann endlich mich bewegen. I can move. Kommst du dann halt immer so vor, wie dieser Cartoon-Clown, der aus diesem Mini-Go-Kart steigt. Ja, aus dem Clowns-Auto. Are you fucking serious? Ich klopp hier einen Stein weg und finde einen weiteren Durchgang? Also ich hab's hier echt mit Höhlen. Ich merke das schon. Nice. Ich habe nur nichts mehr, was irgendwie Licht machen kann. This is great. So, gleich habe ich. Oh shit. Okay. Mein Dummy. Okay. Vorübergehend hier fertiggestellt. Aus Stein. Vorübergehend und aus Stein müssen die zwei Sachen zusammenpassen. Okay, you made your point, Creeper. Ich sollte hier vielleicht auch nicht unbedingt durch eine dunkle Höhle watschen. Was soll schlimmstenfalls. Ja, ich finde schon mal gut, dass die Creeper auf dieser Map hier irgendwie, warum auch immer, so eingestellt ist, dass sie keinen Schaden an Texturen, also an Gelände machen. Mhm. Das ist fast schon Noob-Level eigentlich, aber. Danke, Auron. Aber sagen wir so, immer noch besser als alles immer wieder neu erbauen zu müssen. Gut, es wäre lustig, wenn Andy jedes Mal wieder auf seinen Space Donut krabbeln müsste. Ja, ich should. Ich würde ihm gerade wünschen. Ja, was baut er ja plötzlich einfach dieses Riesending dahin? Jetzt mal ernsthaft. Hätte hier mal nicht unvorbereitet reingehen sollen. Ist immer ein bisschen doof. Stimmt, das war die andere Höhle hier. Na, wie gesagt, eigentlich wollte ich heute mehr gestreamt haben, aber mir ging es heute einfach so scheiße. Ich habe mich so richtig überfahren gefühlt einfach, obwohl ich nichts gemacht habe. Aber das ist halt dieses, ne, gestern war es zuerst warm, nachmittags, abends war es kalt, jetzt heute ist es wieder warm. Es ist so richtig kacke. Habe ich erstmal mein Wenn es wenigstens mal. So, ne? Mr. Platin 2, danke fürs Followen, mein Dude. Ach, guck mal. Ausgang. So, komm. Spitzhacke, geh kaputt, dann hol mir eine neue. Kann mir eine neue holen. Trichter aber noch drüben gelassen. Egal, muss ich. Geh kaputt! Geh. Geil, mehr Höhle! Diese Geräusche, die die Höhlen mittlerweile machen, ne? Das ist doch nicht mehr normal. So nice. Fucking Horrorfilmgeräusche hier. Floating Spider. That's nice. Ich hau ab. Ach, hier. Hover Spider. War hinter mir ein Creeper. Geil. Hier, Moment mal, wo bin ich hier? Habe ich mein Dings dabei? Ach, hier. Bau mal.
Säuli hier hin. Braver Klump, braver Klumpi. Ich bin so dumm. Okay. Akzeptiert. So, von Caro ausrichten, du sollst ja Ui Fanfiction im Stream irgendwann mal lesen. Ja, wenn es danach geht, ne? Roffelkopter. Das war mir klar, dass ich das. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das mal wieder kommt. Oh shit. It's Enderboy. Meine Güte, Enderboy hat's aber eilig. Komm mal her, talk mal mit mich. Aua. Ich bin nicht weit von meinem Spawn zur Not. What? Spawn to the USA. Oh shit. Das Skelett ist gerade das viel größere Problem. Ja. Das Skelett ist das größere Problem gewesen an der ganzen Sache. Fucking. Ja, du bist immer noch da, ne? Dich kill ich auch gleich, das sag ich dir. Weißt du, mich hier 5 cm von meinem Spawn töten, was fällt dir denn ein? Und du, ne? Hält sich für ganz witzig. So. Es ist irgendwie witzig, wie du dich gerade volle Kanne am Aufregen bist und bei mir im Spiel läuft gerade total die dramatische Musik. So, wie in so einer Rückblende. So, Kumpel, komm her. Dich schlitze ich auf. Okay, das passt jetzt nicht ganz so zur Musik. Komm her. Trau dich. Jetzt habe ich natürlich keine Rüstung, aber mal gut, meine Level sind sowieso jetzt alle weg, also von daher. Alter, wie viel Schaden machen die Dinger auf einmal? Genug. Mal jetzt ist es mittlerweile eh scheißegal. Es ist eh alles weg. Also eh alles. Alles verloren. Ja, ein Level Up ist jetzt alles weg. Was zur. Hat der mein Zeug? Nee. Das ist einfach super Panzerlor. Der hat meine fucking Melonen kaputt gemacht. Oh, ich kann gerade nicht pennen gehen. Und der hat meine rote Beete kaputt. Alter, das ist mein Beet. Ich musste pennen gehen wegen der Phantome. Okay, Kobi, bist du gerade in der Nähe vom Bett? Gerade ungünstig. Sekunde. Ich kann aber erstmal liegen bleiben. Oh Mann. Das Schlimme ist, ich habe deine Phantome gehört. Ja, die war. Das ist immer scheiße, wenn man zu lange nicht pennen geht, dann. Ich lasse ihn noch immer. Ja, die sterben noch. Super frei, danke für den Raid, mein Dude. Wie war dir? Gut. Du hast dich in den Berg gegraben, auf den ich mich gerade draufgesetzt habe. Wow, der Enderman hat mich echt zweimal gekillt. Sonst habe ich mit den Jungs echt nicht solche Probleme. Beziehungsweise ich habe da mein vorübergehendes Camp draufgesetzt, mein Domizil. Camp Laszlo, oder? Nein. Er ist so sauber, er quietscht. Mein Camp, wo ich dann halt mein. Das Bauler, quasi mein Ziel. Nein, ich wohne nicht in Michas Keller, er wohnt in meinem Ferienhaus. Ich bin das Penthouse. Ja, sie braucht Konstruktion. Aber sie funktioniert. Ich habe doch da vorhin irgendwo einen fucking Creeper gesehen. So, jetzt gucke ich mal, dass ich mir hier irgendwo auch noch was zu essen anbaue. Jetzt brauche ich noch Erde. Nimmt man rote Beete. Was war das denn gerade? Herr Beete. Nehmt euch die rote Beete. Sind das rote Beete-Lied? Sorry. Ich habe irgendwie Impressionen des Sonntags. Setzt euch ans Lagerfeuer. Ich muss mir echt mal was einfallen lassen, wie ich mein Gebiet hier echt sicherer mache. Diese neuen Beerenbüsche. Ja, die sind scheiße, die bringen nix. Die machen Schaden. Ja, aber halten nichts auf. Ja, die machen die langsam. Macht nix, die Creeper kommt trotzdem hier rein.
zu fünft und jagen mich in die Luft. Ja, dahinter sitzt da halt eine Mauer. Das Ding ist, das erinnert mich jetzt gerade wieder an Aurons Idee. Er meinte so, ja, platziere Seelensand und packt unter diese Büsche. Ultra slow. Ja, ich halte so zwei, drei Büsche im Arm. Das setzt, dann kommt wieder nicht durch. Ich habe zum Beispiel, eine Mauer gebaut und direkt vor die Mauer habe ich diese Büsche gesetzt. Das heißt, wenn Spinnen versuchen, über die Mauer zu kommen, sind die erstmal nicht so was. The Purge. Purge has begun. Natürlich komme ich da nicht ran. Ich will euer Leder. Gebt mir euer Leder. Euer Fleisch will ich nicht mal. Das ist zum Glück ja nicht bin ich lederisch. Nö. Ja, ohne Witz, ich habe mehr als genug zu futtern. Eigentlich brauche ich echt nur deren Leder. Das ist doch mal nice. Oh, I will fucking end you. Oh my God. I will end you like a man. Like a Enderman. Like a Schwein. Ich hab mir noch Krieg erklärt. Aggressive Moo intensify. Ja, so in etwa. Aggressive mooing. You will surrender to my mo. The mo is strong in you. Zumal ich baue ja auch so viel an, ne, also Futter ist absolut nicht mein Problem. Kann ich Möhren grillen? Nö. Das wäre cool. Gegrilltes Möhrchen. Hat ein Möhrchenbrötchen? Ein Möhrchen. Gib mir mal ein Möhrchen. So. Das war scheiße. Das habe ich mir so auf Papier nämlich alles schöner vorgestellt. Aber gut. Jetzt noch ein Kompass? Aber ich habe jetzt noch einen Kompass. Das sind meine Ofenkartoffeln. Meine Güte. Gut, dass ich hier noch so viel davon drin habe. Okay. Mein Papier ist auch noch da. Nice. Ja, by the way, hier der Sattel, den ich gefunden habe. Damit ich jetzt ein bisschen fester im Sattel sitze. Bin die ganze Woche hier. Topkick. Dürfen wir sagen, leider? Ja. Sieh da dem Guten ins Auge. Die Woche ist ein paar Stunden um. Das ist sogar wahr, ja. Einfach nicken und beten, dass er danach weggeht. Ihr seid böse. Ich hab nichts gesagt. Das stimmt. Aber du nickst. Hey, ich hab nicht genickt. Ich bin hier einfach nur am Glas bauen gerade. Micha hat genickt. Vivi fand das gerade voll keck. Top keck. Genau, danke. Einfach nur Top Kick. The appreciation of Top Kick. Appreciation of damnation of the Kick. Mit einem Kickstand. So ein richtiger Kickstand? Nein, ein Kickstand ist, wenn du du kennst doch, wenn es auf Feiern immer so die Bierfässer gibt, ne? Mhm. So, und ein Kickstand so, ja. Ist, wenn du dich so mit einem Handstand auf diesen Fass begibst und nebenbei dann so durch den Schlauch das ganze Bier trinkst. Das ist ein Kickstand. Kackstando! Ich so weiß, wie wie sowas. Ich habe ein Let's Play von Dream Daddy geguckt und da war das als Thema. Oder du hast niemandem gesagt, dass du einen Handstand kannst. Ich kann auch keinen Handstand. Würde ich das machen, würde ich mir die Handgelenke brechen, weil ich so schwer bin.
Uff, das bezweifle ich zu ein wenig, dass du die Handgelenke brechen würdest. Aber ich glaube dir, dass du keinen Handstand kannst. Kann ich auch noch. Ach shit, fuck. So, jetzt komme ich endlich mal ein bisschen mit den Bücherregalen hinterher bei mir. Jetzt ist es sogar eher das Holz, was mir fehlt. Wow. It's a wood. So, hey, Nugget 1 bis 6. True Nugget ist in der Super Zone. Wenn ich da jetzt einen Stein mache, fällt das runter? Nein. Geil. Na Mensch, das wird doch langsam. Können wir denn da jetzt zum Beispiel... Oh, was ist denn Behutsamkeit? Das ist gut. Das ist gut. Damit, ja, du kannst Beispiel, normalerweise, wenn du Behutsamkeit auf ein Ding drauf hast, dann kannst du, als Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel den Grasblock hast und du den abbaust, hast du ja normalerweise Erde. Mhm. Wenn du aber Behutsamkeit drauf hast, dann bleibt das ein Grasblock. Oder wenn damit kannst du zum Beispiel auch wirklich Eisenerze und so roh abbauen, dass sie immer noch in ihrer ganzen Form sind. Touch. Das ist Stando. Ja, im Prinzip, schlicht und ergreifend, wenn du mit der Spitzhacke Stein abbaust, bleibt Stein und wird nicht Kobbel. Das ist ziemlich gut, wenn du eine kleine Menge Cleanstone brauchst, aber keinen Bock hast, alles einzuschmelzen. Ja, kriegst halt nur trotzdem noch Erfahrungen dazu, ne? Die Erfahrung kriegst du so oder so. Ja, gut. Aber es ist halt praktisch, um Zeit zu sparen. Es ist auch sehr wichtig, dass wenn du zum Beispiel Glowstone 1:1 abbauen willst, zum Beispiel, oder wenn du... Oh ja, das ist göttlich, wenn man das hat. Oder ja gut, auch recht, sparst du einiges bei. Ah, shit! Ah, shit! Ah, shit! Oh, sorry. Son of a Mist! Ich bin einfach gerade von meinem Geländer da runtergefallen, deswegen. Darf ich by the way mal anmerken, ich hab gerade mit dem Lava-Eimer in der Hand. Ich hätte hier beinahe meine Bude angezündet. Mit dem Lava-Eimer in der Hand einfach mal die Tür aufmachen. Somebody. Ja, und auf einmal brennt die Bude. Das ist fein. Das ist fein. So. Geh die andere Welt mal erkunden. Bin soweit. Na gut, ich sollte mal noch ein paar Kerzen mitnehmen. Ich bin die ganze Zeit hier nur am Scheiße labern, ey. Das ist unglaublich. Du bist richtig keck. Bekommst du einer neuen Folge Keck or Cringe mit Vivi. Keck or Cringe aus, will ich gucken. Na, wobei, ich mag kein Cringe. Also Vivis Keck on Titan. Keck on Titan. Keck on Titan. Steht einfach nur auf dieser Scheißmauer und erzählt dem Titan so lange Flachwitze, bis er geht. Das kriege ich sogar hin, glaube ich. Der Titan noch so untertitelt. Nee, das tue ich mir nicht an. Nee, nee, das kannst du. Der Titan verschwand. Da werde ich nicht. Nee, das esse ich nicht. Nee. Das esse ich nicht. Das Essen ist komisch. Nein, Nugget 2. Oh, das ist mit euch jedes Mal dasselbe. Nugget 2? Nugget 3, du auch, wirklich? Da geh ich deine Nuggets. Du sollst nach oben super, jetzt habe ich schon keine Ahnung mehr, wer von euch True Nugget ist. Ja, wisst ihr was, kommt einfach alle raus. Ist halt eure Wohnung jetzt. Allein die True Nugget. Super, ja, macht doch, was ihr wollt. Auf Nugget 7, auf dich kann ich mir wenigstens verlassen. Also, du brauchst jetzt ein Telefon und das erste Huhn, das versucht zu telefonieren, ein Haus zu kaufen, ist True Nugget. Macht von mir aus, was ihr wollt. Tür ist zu, Essen ist in der Mikrowelle. Aber lass die Finger von dem Hähnchen, okay? Dankeschön, ich bin weg. Ja. So. Mein Gehirn ist gerade nicht in der Lage, diese Struktur hier irgendwie zu bearbeiten. Das ist echt... Dann nutzt doch die Hände. Hä, was hat das mit den Händen zu tun? Ja, wenn du es nicht mit deinem Kopf kannst, dann versuchst du einfach mit deinen Händen. Sprich, weniger Telekinese, mehr... Meine Hände helfen mir allerdings dabei, einen Scheiß, wenn ich eine geometrische Figur bauen will, Michi. Hühner so, it's free real estate. Du willst eine geometrische Figur. Okay, wir beginnen mit dem Würfel.
Keop. Dann radieren wir ein bisschen, dann radieren wir noch ein bisschen und schon hast du den perfekten Kreis. So etwa, ja. That's not how it works. Ich sage euch, Leute, es ist echt schwierig, mit Hühnern zu leben, aber Mann, sie sind halt auch so süß, ne? Oh, ich habe das Gefühl, sie sehen schrecklich aus. Und sie sind lecker. Ja, aber auch so süß. Ja, mit genug Zucker. Jetzt ohne Scheiß, ich finde Hühner in Minecraft irgendwie echt putzig. Ja, sind sie auch. Vor allem, wenn sie irgendwo runterspringen und einfach so da runterflattern. Ich meine, das eine Huhn, was ich bei mir zu Hause halte, ist einfach mal durch mein Nether-Portal gerannt. Echt jetzt? Ja. Adventure! Es ist in den Nether gegangen. Ja, und wollte meine Hölle managen. Seitdem ist das True Nugget. Es ist nur die Frage, sind die Monster dort drüben jetzt effektiver, seitdem es dort ist? Ich hab grad nur ein Aha gehört. Aha? Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich ein fahrender Händler. Nee, ich bin vor einer Höhle, ich bezweifle das. Ach, die tauchen immer in deiner Nähe auf, das ist ganz witzig. Das ist ein Sambo, das ist ein Creepbro. Das ist ein Jimbo. Hey Jimbo! Ja, geil. Diese Spitzhacke war sowieso nicht meine Liebste. Hey, Creeper. Magst du mir eventuell... Nee, natürlich nicht. Nennt mich Vivi the Undying. Oh mein Gott. Hey, du, ne? Was ist das für ein Skelett? Hey, was ist das? Warte, ich hatte vorhin auch einen Zombie-Farmer. Oh, also. Das Skelett hat einfach 5 Pfeile hintereinander geschossen, ohne nachzuladen. Alles vielleicht zufälligerweise, ich weiß auch nicht. Infinity? Wahrscheinlich. Oder es war einfach nur Lag. Es war einfach super keck. Oder es hackt. Das wird ein verzauberter Bogen sein, weil ich habe Eisenrüstung und das hat irgendwie 3 Schaden gemacht teilweise. Sei froh, dass es nicht 4 Schaden gemacht hat, hä? Hey. Der Joke wird nie alt. It's a joke that keeps on giving. Also eigentlich bin ich hier hergekommen. Ich habe gehört, du hast ein bisschen Diorit übrig. Bin ich hierher gekommen, um die Welt zu erkunden. Und was mache ich? Ich bin schon wieder in der Höhle. Ich mach was falsch in meinem Leben. Was meintest du, Auron? Bull hat doch bestimmt noch ein bisschen Diorit übrig. Ich glaube, wenn Bull etwas hat, dann ist das Diorit. Bull ist Dio. Da kann man sich ja bestimmt gleich mal was abholen. Hashtag Platzmangel. Diese Tickgeräusche in meinem Baum sind sehr interessant. Tickgeräusche? Du tickst doch nicht ganz richtig. Hast du eine Bombe drin, oder? Nee. Hehe. Nee, wo ist es denn? Hier. 1, 2... Ich muss mal kurz umarbeiten. Well, that's some deep shit here. Du, 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 du. Ja, das geht tiefer, als ich gerechnet hätte. Ich bin besser, fucking asshole. My aim is better. Europäisches Aim. Alles, was du kannst, das kann ich viel besser. Oh oh. Alter, was war das für ein Hardcore-Skelett, ey? Oh nein! Was machst du hier? Geh weg! Danke! Oh! Ich hatte gerade den Herzanfall meines Lebens. Das ist nicht gut. Ja, die Reaktion passt ja. Das spawnt ein scheiß Enderman in meiner Kuppel. Oh mein Gott. Wo ist das Problem? Ich hasse Enderman. Darf man Clips posten? Klar. Twitch habe ich gewitelistet. Endermen sind einfach mein Arch-Nemesis. Wie, wir hatten Erzrivalen.
Post-its auf Twitter. Zumindest in Minecraft. Erzrivale und Fernschachgegner. Wobei, oh nein, nicht Fernschachgegner. Wobei Fernschachgegner bei Enderman ein bisschen anders. Sie porten zu dir, machen ihren Zug und verschwinden wieder. Ja. Mein Erzrivale und Fernschachgegner. Gut, das ist nur Lava. Ach, Fledermäuse sind an sich schon eigentlich ja cool, ne? Ja, aber totally useless. Ja, ich weiß. Naja, die Zubats in Minecraft. Komm mal, der Zubat! Zubat! Niemand mag Zubats. Jeder mag Zubats! Ich persönlich finde Zubats. Aber ich finde sehr viele Dinge überflüssig. Gut. Fand die Höhle hier sowieso scheiße. Geh wieder. Diese Höhle war als Kind schon scheiße. Diese Höhle war als Kind schon scheiße. Och, nee. Ja, ich habe meine Lektion gelernt mit Enderman. Shit, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Warte mal, komme ich von hier? Ja, ich komme von hier. Ich will die Außenwelt erkunden. Da gibt es bestimmt mehr. Hoffentlich. Ich bin so doof. Oh mein Gott. Hey, zu dumm, eine Kanne Milch zu holen. Zu dumm, eine Kanne Milch zu holen. Kann man den Selbsttag? Komm, wir im besten Spiel. Schon wieder ein fucking Ender. Weißt du was? Änder dich sonst wohin. Du Sackgesicht. Ein Veränderman. Ein Verende doch, man. Der ändert sich nie. Diverse Wortwitze, bitte. Ich höre hier die ganze Zeit so ein. Ha? Ha? Ist so ein fahrender Händler irgendwo draußen? Quark. 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 Oh, ein Bandit bei mir. Mit einem Banner. Stirb. Das ist der Anführer, töte ihn! Noch mehr Banditen. Der ganze auch Banditen. Ich bin weg. So ging's mir eben auch. Der ist wahnsinnig, dass er sich in Gebirge verdrückt, haben sie gesagt. Da, ja, Tatsache. Ich komm gleich vorbei, ich helfe dir. Ja, ich bin jetzt mal hohl. Ich verdrück mich gerade nach unten. Ich renne erstmal so voll weg, weil das ist halt eine etwas heftige Übermacht. Und meine Wohnung hat keine Schießscharten. Warte, ich komm gleich hinterher. Ach, das ist derselbe fahrende Händler, der Müll aus der Umgebung nimmt und mir für teuer Geld verkaufen will. Ah. Ich hasse den, ne? Verfolgen mich einfach durch den Wald. Ja, ist mir klar, aber dadurch haben die weniger Schussfeld. Verdammt. Aber wisst ihr was, wir erkunden jetzt mal so ein bisschen die Wüste hier. Wir rennen jetzt einfach mal in die Wüste. Ich habe ja meinen Kompass dabei. Und mein Kompass, der zeigt ja mal Richtung Spawn, ne? Ich habe einen erwischt. Mein zumindest zeigt Richtung Spawn. Okay, nochmal kurz checken, wie das denn von innen aussieht. Du brichst eine Serie, aber wenn du später guckst. Oh, hi! Da liest du einmal kurz Chat, ne? Und dann kommt der Yakuza-Creeper wieder. Danke für die Hilfe. Oh, hast du den Micha gerettet? Ja, ich hab Rückzugsgefecht geführt, konnte ein paar erschießen, aber es waren halt doch ein paar viele auf einmal. Die kamen so als Horde einfach so über den Hügel gestürmt. Ja, ich muss meine Verteidigung ausbauen. By the way, ich find's echt geil, wie meine Kamera jetzt gerade echt so mega blau ist. Ich glaube, ich muss mir einen Turm bauen. Eine Turm? Nani? Oh, an mein Haus einen kleinen Turm dran oder so. Irgendwas, wo ich dann hochgehen und dann Leute abknallen kann. Bis zum Glockenturm. Bock Korks, danke dir fürs Followen. So, Glaskuppel ist fertig, nice. Yay.
Das Bonbonglas ist safe. Es sah aus in der Entfernung wie ein... Ja, wie ein Tempel. Ist es aber gar nicht. Es ist einfach nur Sand, der sich der Schwerkraft widersetzt. Nee, der Tempel ist bei mir. Das auch. Gut, dann bringe ich das Glas erstmal weg. Huch. Okay. Probenholz, ne? Mag diese Art von Holz. Und ich habe auch keine Munition mehr. Ich bräuchte gleich mal neue Pfeile. Das ist das Schwierigste. Fremde Kühe. Aktuell herrscht noch eine gewisse Pfeilknappheit, aber wir arbeiten dran. We're working on it. Wird gepatcht. Könnte... Ich wollte eh gleich nochmal zu meinen Hühnchen, also von daher, dann kann ich da vielleicht was machen. Könnt ihr eure Hühnchen mal aufrüsten? Könnt ihr eure Hühnchen mal patchen? Ich wollte da gerade hin, also von daher. Ich meine etwas, was einfach die Eier automatisch aufsammelt und wegschießt, also da rein. Ja, machst du einen Trichter drunter unten? Sag mal schnell. Na, dann wirst du getrichtert. Am liebsten mit Trichterloren, da brauchst du immer nur dann einen quasi. Na, ich habe doch 4 Pfeile in Reserve. Und ich habe das unheilvolle Banner von dem Typen. Hey. Ich sammle die immer und pack die alle bei mir in einen Baum. Nur damit die nochmal, wenn sie nochmal vorbeikommen, dass ich sagen kann, so hier, seht zu, das habe ich mit euren Freunden gemacht. Was bringt das denn? Die stehen da, lachen herzlich und sagen, wir sind keine Freunde. Wir kennen die gar nicht. Oh. Ich häng's oben an meine Hütte dran. Das ist direkt über dem Eingang. Dann muss ich immer lachen, wenn ich da reinkomme und sage, ich hab den Anführer erschossen. Leider ist das nicht der richtige Anführer. Alles, was das Licht berührt, kannst du managen. Ah, wer hat das Tor aufgemacht? No! Kommt her, ihr Hühnchen! Ist das ein Dorf oder ein Tempel? Ich glaube, das ist ein Tempel, oder? Sicker Shit. Jeffrey, komm rein hier. Jeffrey? Keine Ahnung. Johnson? Aua. Du willst mir nicht erzählen, dass eins deiner Hühnchen Jeffrey heißt. Vielleicht auch nicht. Weißt du, bei mir gibt's ein True Nugget und der Rest ist einfach Nugget 1 bis 7. Nee, 1 bis 6 dann. Eine Kuh! Und dann gibt's halt noch die Hühnchen, mit denen ich keine emotionale Bindung eingegangen bin. You adopted. Ich mag alle Hühnchen. Oh, oh. Also, was ich gerade verstanden habe. Das ist ein Dorf. Ich mag Aluhühnchen. Aluhühnchen. Das habe ich gerade ernsthaft verstanden. Das überrascht mich selbst genauso wie euch. Nope, that's a temple. Gut, dass er sich selber überraschen kann. Gar nicht mal so einfach. Meistens weiß ich, was ich denke. Ich weiß nur nicht, was ich tue. War das nicht so in dem Tempel? In den Tempeln gab es Fallen und sowas? Ja. Yep. In dem Schacht, wo du runter kannst, in der Mitte ist eigentlich normalerweise eine Druckplatte mit TNT. Das ist bei Wüstentempeln so. Bei Dschungeltempeln musst du, um da irgendwas zu finden, ein Rätsel lösen. Also ich muss hier jetzt... Ja, in den anderen Tempeln sind ja immer diese Stolpertreter. Ich muss jetzt hier also irgendwie... Was war das? Die Druckplatte ganz in der Mitte, ne? Das kommt jetzt halt auf den Tempel an. Wo bist du jetzt im Wüstentempel habe ich hier. Wüstentempel, du gehst hin, gehst in die Mitte, da ist ja meistens dieser blaue Block. Ne? Ja. Dann gehst du dann einen nach rechts oder links, oder egal, irgendeine Richtung gehst du eins und da bohrst du dich einen durch, also gräbst einen runter, dann fällst du runter und fällst neben die Druckplatte, dann machst du die Druckplatte weg. Ah, ich sehe schon. Ist halt wichtig, dass du nicht in die Mitte fällst oder. Ja, genau. Ich verstehe schon. Ich bin gleich wieder. Und dann ist alles kaputt. Wobei mittlerweile, du kriegst übelst Schaden, aber die Items bleiben liegen, weil die Items von TNT nicht mehr zerstört werden. Ich buddel mich einfach runter. Ja, oder so. Anfangs habe ich mich immer unter den Tempel durchgegraben, unter das TNT, habe das weggemacht und bin nach oben. Mittlerweile gehe ich von oben ran. Das TNT nehme ich auch mit. Auf meiner einen Map habe ich nämlich 6 Stück in einer Wüste. Genug Material zum Üben.
Sprengstoffproblem gelöst. Meins. Ach, die Druckplatte will ich gar nicht. Sand, goldener Apfel, Knochen, Knochen. Zombiefleisch kann da bleiben, wo der Zombie wächst. Ich find's geil, dass hier überall nur Zombiefleisch ist. Hier ist literally Müll. Wow, das ist ein echt bescheidener Tempel. Ja, in manchen findest du echt nur Crap und in manchen findest du einfach voll den geilen Scheiß. Alter, das ist ja richtig Crap gewesen. Also das TNT war ja noch mit das Wertvollste jetzt. Ich hatte mal einen, da habe ich irgendwie in den Truhen habe ich nochmal irgendwie 10 Schießpulver gehabt. In einem hatte ich hoffenweise Gold und Lapis und in einem anderen hatte ich wirklich nur Knochen und Zombie-Scheiß. Lapis. Ja, voll Lappen mit dem Lapis. Die sind auch drüben, ne? Ja. Ja, egal. Die oh. Ey, ja. Ihr Wüstendinger, euer Tempel ist scheiße. Er ist langweilig. Und wo kam ich jetzt, scheiße? Ah, hier. Ich meine, schön gebaut sind sie ja, ne? Nehmen wir jetzt einfach nochmal das hier aus den Seiten mit. Fuck that. Was war das nochmal? Ist das Ton? Ne, Keramik. Schöne ganze Keramik hier aus dem Tempel ruppen. Ja, in dem ersten Spawn, wo ich gestreamt hatte, da hatte ich auch Diamanten hier in so einem Tempel drin. Das war, ja, das ich auch schon. Das war fancy. Und Smaragde hier länger. Aber jetzt gerade hätte ich mir echt eher gewünscht, dass es das eher ein Dorf ist. Aber in einem Dorf da, ne? Aber da kannst du auch so ein schwaches Schaf drin haben, wollte ich gerade sagen. Scheinbar war niemand müde. Ja, ich war, bin gerade losgelaufen, dann wird's dunkel. Ui. Dann Berg. Ich schlaf gern bei Höhenluft. Warum auch immer man die ganzen Dorfbewohner samt den Schweinen einsperrt. Warum nicht? Dass die alle auch im gleichen Käfig sind. Weird. Da unten ist eine Spinny. Ich glaube, die hole ich mir. Aber da sind zwei Creeper. Die will ich nicht. Obwohl. Oh shit, ein Ozean. Oder auf jeden Fall ein Meer. Hätte vielleicht mal eine große Karte mitnehmen sollen. Mann, ich weiß noch damals, wo Sandstein der Indikator war, dass da Mad Loot drin ist. Ist toll. Da hat wohl jemand den Faden verloren. Genau, das war der Tempel. Der Tempel war dumm. Aber ich meine, gut, ich habe ein bisschen TNT-Ball rumgekriegt. Hätte also schlimmer sein können. Hätte Herrentoilette. Es ist witzig, dass die Skelette angefangen haben, sich gegenseitig zu beschießen, weil einer das andere getroffen hat. Mhm. Ja, das machen die ja mittlerweile. Die fangen ja Zivilkrieg an. Was ist das denn? Eigentlich müsste man sie noch so in bester Assi-Manier so untertiteln. Ey, Dicker! Alter. Verdammt, ich bin gestorben. Das ist doch mein Kram. Zombies? Nee, oder? Die sehen so anders aus.
Das sind doch keine normalen Zombies. Wenn du korrekt bist. Ah, toll. Noch ein Skelett in komischen Klamotten. Ach du Scheiße. Au. Super infizierter. So ein Left 4 Dead Zombie. Ah, geil. Und er kann so gar nichts. Wüstenzombies, aha. Oh, die sind spaßig. Ja, wieso? Die verbrennen nicht am Tag. Ah. So ganz besondere. Also brauche ich bei denen nicht warten, dass sie sich anzünden. Nope. Auspuff. Wo ist mein Kräfte? Ach, da ist mein Kräfte. Bisschen Pfeffer. Ich liebe mein Schild. Der Schild ist super overpowered einfach. Aber ich mag ihn. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt kann ich mich regenerieren. Ich kann keine... Achso, ich bin satt. Wollte gerade sagen. Ich werde ja wohl eine rohe Karotte essen können. Alter, so viele Creeper. Oh, fuck. Vor allem die Wüstenzombies klingen auch anders. Die haben nicht dieses Standard... Ich flitz mal. Oh nee. Nee. Skelette sind scheiße. Ohne Scheiß, Skelette habe ich echt so ein bisschen hassen gelernt, ne? Ah, das ist noch so ein Mega-Skelett. Mit ihrem Super-Aim und ihrem Scheiß. Der am Tag nicht sterben will und der auch noch eine Rüstung trägt. Genau, komm ins Licht, Spinne. Werde ungefährlich. Ich guck mal, wie weit wir brauchen, um zu Fuß nach Hause zu kommen. Was hat denn da nicht gedroppt? Ich glaube auch nur Knochen und so. Ja, das Wasser möchte ich dann doch lieber meiden. So viele Knochen, ey. Ein bisschen Schieß, also. Fucking Skelette, ne? Ja, Skelette sind echt zum Kotzen. Scheiße, zwei Hände, man. Ja, geht bloß weg. Geht bloß weg, ihr Viecher. Ihr Kruppviech. Aua. Oh ja, geil. Drei und ein Wüstenrot-Zombie. Scheiße, er will mir eine Lebensversicherung andrehen. Töte ihn! Töte den Vertreter! Trete den Vertreter! Aha, hier hat er sich breit gemacht. Aha. Ja, ich guck mir an, wo du dich so breit gemacht hast. Ja, ich nehme gerade die Glasspitze ab. Mhm. Aha. Das ist ein bisschen glatt. So, meide das Licht, weil das Licht ist Lava. Genau. Ach du Scheiße, it's a witch. Kill the witch. Oder noch besser, ignore the witch. Weil, was bringt die schon? The witch is a bitch. Mhm. Ist das noch ein Tempel oder ist das jetzt der alte, wo ich vorhin war? Das weiß man nie. Wobei, es ist ja an dem. Also höchstwahrscheinlich ist es der, wo ich schon war. Ich bin nur wieder zurückgegangen. Probably. Auch schon Zombie. Okay. Tot. Komm mal zu deinem Basislager. Wieso? Ich hab dir ein neues Banner hingehängt, das ein bisschen seltsam aussieht.
Ja, ich komme gleich. Ich wollte noch eben meine alten Base den Kram holen. Ich habe nur eben noch ein bisschen Andesit abgebaut. Und da ist nicht mehr, was ich gleich holen muss. Ah. Ja. Oh Mensch, Lawrence ist heute wieder schnell. Ich habe jetzt mal eben auf die Schnelle schon 46 Andesit geholt. Und da ist noch mehr. Ist tatsächlich ein anderer. Die Fackeln lasse ich aber alle hier. Und hier wenigstens keine Monster. Das ist drin, gut. Das Geräusche, ne? Was kann ich wegschmeißen? Ah, geil, zwei Creeper da unten. Das brauche ich auch nicht. Brauche ich nicht. Und die kann ich auch alles liegen lassen. Halt müsste ein anderer sein. Ich meine, ich habe letzten Endes auch eine Orientierungssinn wie eine Kartoffel. Weil ich bin nicht viel besser. Meist. Deswegen ich immer irgendwo Beacons oder ähnliches baue. Also irgendwelche markanten Sachen. Auf meinem Berg oben habe ich zum Beispiel ein Lagerfeuer. Das werde ich nur noch gleich noch boosten. Man kann Lagerfeuer nämlich boosten. Das ist echt witzig. Die kann man boosten? Ja, die werfen ja so Rauch in den Himmel, ne? Ja, ja. Das kannst du noch höher machen, indem du einen Heuballen drunter setzt, also einen Heublock. Krass. Dann geht das höher. Dann geht das irgendwie doppelt so hoch. Also normalerweise hat das so Baumhöhe. Und wenn du das höher, wenn das boostest, dann geht das sogar über die Bäume drüber. Weißt du, was mich da unten erwartet? Ich hätte auch einfach die Tür nehmen können. Ja, also an sich weiß ich, was da unten ist. Darf halt nicht auf die Druckplatte treten. Das weiß ich schon. Geil. Jetzt hab ich natürlich nichts mehr dabei, ne? That's a problem. Ich glaube, wir müssen diese Treppe da hochschlagen. Ja, das mache ich noch. Aber Scheiße. Ich weiß noch nicht genau, wo ich die am besten hinballern möchte. Deswegen habe ich da noch nicht gemacht. Ein Stückchen Treppe ist ja schon irgendwie gewesen. Warum auch nicht hier? Wenn ich mir jetzt nichts abbauen kann, weil ich keine Spitzhacke mehr zur Hand habe, muss ich es halt anders machen. Also ich würde mal sagen, die Nase von dem Typen brennt. Das ist genau über die Fackel gemacht. Jetzt brennt seine Nase. Geil, Trash. Glück 2 für ein Buch. Goldbahn. So. Pferderüstung, wer hier so noch ein Pferd hätte. Hui. Reparatur. Können wir eine neue Spitzhacke machen? Das wäre kein Problem. Ey, Moni. Was lassen wir denn mal hier? Ach ja, das geht ja auch. Okay. Ich noch so einen normalen. Den hier. Ja, ich möchte. Ja gut, also loot-technisch war das jetzt mal wieder nicht so Bombe. Aber gut. Warte mal, also. Fuck. I don't need no Möhrchen. So, und wir sind raus. Der Creeper wartet nur. Das ist schön. So, Heimat ist in die Richtung. Ich habe, wie gesagt, jetzt auch keinen Bock noch, das Portal wieder zu suchen, weil ich mich jetzt sowieso nochmal hier umgucken kann.
Weil ich meine, sofern der Kompass in Richtung Heimat zeigt, sollte das ja eigentlich kein Problem sein, ey. Futter habe ich noch genug. Jetzt gehen. Ich warte ja mal drauf, dass ich irgendwie nach Hause komme und dann so ein Enderman schlicht und ergreifend meine gesamte Wohnung auseinandergerobbt hat. Hat er einfach alles geklaut. Ja. Man kann ja manchmal gegen Minecraft sagen, was man will, ne? Aber was hier so random generated wird an Welten, ist es manchmal echt, ne? Krank. Sieht schon echt geil aus manchmal. Oder um es wie Keanu Reeves auszudrücken, you're breathtaking! Your mom gay, no you. Ach, warte mal, ich weiß sogar, wo wir hier sind. Das ist das Gebiet, wo der Fuchs war. Wo mich Aquaman getötet hat. I know this place. And I hate this place. Oh, da muss ich ja demnächst... Warum leuchtet dein Schwert? Habe ich verzaubert. Da ist ein Zauber drauf. Der macht... Das ist ein Zauberer, Harry. Das ist ein Zauberschwert. Ein Zauber. Gay. Gay. Oh nein. Das ist ein Gay-Schwert. Mein Schwert ist gay. Okay. Okay, aber wie kann ich überhaupt solche Zauberbücher benutzen? Weiß das einer? Die packst du einfach zusammen mit dem, sag mal schnell, die kannst du, glaube ich, in der Schmiede geht das, glaube ich, also wenn du schmiedest. Ach so, auf dem Amboss. Ja, ich glaube, auf dem Amboss packst du da zusammen mit dem entsprechenden, was du halt verzaubern willst und dann ist halt so instant verzaubern. Da brauchst du auch nichts weiter mehr, glaube ich. Ach so, weil was ist denn, ich habe jetzt nämlich eins für Reparatur und eins für Glück. Also Reparatur ist ja selbstaussagend, aber... Ja, die Frage ist nur, weißt du auch, wie Reparatur da funktioniert? Nö. So, bei Reparatur ist halt so, wenn du Erfahrungspunkte kriegst, lädt sich das wieder auf. Es saugt also erstmal Erfahrungspunkte weg, aber dafür repariert es sich halt. Wow, das ist, also quasi könnte ich mir einen Lifestyle-Sort machen für Reparatur, basically. Oder wenn ich das auf eine Spitzhacke mache, jedes Mal, wenn ich irgendwie Kohle abernte und da Erfahrung für krieg. Ja, aber sag mal so, die Erfahrung, die du dann rauskriegst, das reicht nicht, damit das Ding ewig lebt. Aber sobald du Erfahrung aufnimmst, sind alle Werkzeuge, die du hast, die halt dieses Ding haben, reparieren sich, soweit ich weiß. Cool. Kann ich Alpakas irgendwie mitnehmen? Oder Lamas? Nein. Weiß ich nicht. Wie? Normalerweise Anleihen. Ja gut, Leine habe ich nicht. Wait, sind das Lamas? Ja. Lamas sind aber schon länger drin, ne? Das wusste ich auch noch. Ich habe nur nie welche gefunden gehabt. Und muss aufpassen, darf sie nicht ärgern. Ich weiß, dann spucken die eine. Ja, und das macht Schaden. Oh. Oh. Moin, Nachbarn. Hat er wieder auf Freunde gefunden. So we meet again. In it that. Zeit für euch zu sterben. Oh nein. Ich liebe es, wenn die sich gegenseitig umbringen. Mir machen die nicht mal wirklich Schaden. Ah, geil, ich habe euren scheiß Debuff, aber ich nehme euer Banner mit. Das ist es mir wert. Faden brauchen wir eh nicht. Knochen brauchen wir auch nicht ewig. Ich nehme eure fucking Armbrust mit. Jetzt sind die einfach hier oben. Die müssen doch dann irgendwo ihre Basis haben, oder? Ja, die haben irgendwo gibt's auch Raid Tower. Ja, die Tower kenne ich ja.
Ich bin hier nicht so weit von meiner Basis entfernt an sich. Ich habe mich schon mal gewundert, warum andauernd diese Leute wieder bei mir auftauchen. Oder sind wandernde Patrouillen? Echt? Ja, die gibt's auch. Ja. Also 30. Hashtag die haben angefangen, so in etwa. Oh Mann. Es muss doch hier irgendwo deren scheiß Basis sein. Ja, das ist nämlich echt für ein Gerücht langsam. Wenn sie mir einmal entgegenkommen, ist eine Sache. Und aber so, der Rahmen, aber das ist zu weit hier drüben. Wie viel ist denn das? Ja. Weil den Ort hier zum Beispiel kenne ich. Das weiß ich, wo wir hier sind. Das ist nicht so weit von meiner Basis entfernt. Hey Flo. Hey, by the way, ich bin gerade Mathbite, ne? Bist du gerade noch da? Bist du gerade im Chat? Wenn ja, mach dich mal kurz bemerkbar, bitte. Das ist jetzt... Das ist immer ein bisschen doof mittlerweile. Wenn mir wer was auf Steam schenkt, was ich denn schon besitze und ich denn das ablehne. Ich fühle mich immer da so merkwürdig bei. Jackpot! Leo Zwick, danke dir fürs Followen, mein Dude. Weil, Mef hat ja gestern gesagt, der hat mir hier Doom auf Steam geschenkt. Problem ist, ich hab's ja schon seit Ewigkeiten auf meiner PS4. Und auf Platin. So, ja, yeah, ich bräuchte es eigentlich nicht. Ich würde es halt gern weitergeben, aber Steam erlaubt das ja nicht mehr, was total retarded ist. Ich mochte das eigentlich irgendwie, dass selbst wenn mir wer was geschenkt hat, dass ich das irgendwie ja weiter verschenken konnte an jemanden, der es denn eventuell haben möchte. Fake Nuggets. Ich könnte es einzig frei in die Richtung fassen. Aber ich glaube, ich lasse das. Brauche Milch. Das hier kann ich in die Garten drehen. Dann mache ich dann nach hinten. Noch mehr Alpakas. Oder Lamas. Sind es jetzt eigentlich Lamas oder Alpakas? Weiß ich nicht. Ich mag die Biester. Problem ist ja, ich habe keine Leine. Noch keine Ahnung, wo ich Leine herkriege. Oder Ziehleine. Oder Ziehleine, genau. Falsche Kuh, Jump Attack! Mensch, also so weit sind wir denn ja gar nicht von unserem Zuhause entfernt. Ist das ein Zombie, der da im Schatten steht? Ja. Ja, manchmal. Die haben halt so eine Sonderallergie, weißt du, dann gehen die in den Schatten. Ja, die denken sich so, oh nee, ich mag das nicht, ey. Ich schmelze! So, wieder da. Baby. Da denken sie immer so, ich habe solche Schmerzen. Ich leide. Mutter. Hilf mir. Ich breche mich. Meine Antwort darauf ist, nope. Mother, please help. Nope. Bedenke meine letzten Worte, wenn du ihn siehst. Sag ihm, er ist ein Spast. Sag ihm, fuck you. Sag ihm, I hate him so badly. Okay, jetzt mittlerweile habe ich doch nicht mehr so eine Ahnung, ob ich glaube, dass ich weiß, wo ich bin. Oh, kaum gibst du deinen Katzen einmal ein Leckerli, ist gleich vorbei. Ist gleich GG. Ja. Nee, das Ding ist, wir geben den halt das mal ab und zu, weil, warum nicht? So, aber die sind dann so drauf gefixt, wenn die das denn kriegen. Like, holy shit, die mögen das, die lieben das. Natürlich. Das ist irgendwie, das ist so eine. So ein Katzending halt. Ja, das ist so eine Paste in so einem kleinen Päckchen und die quetschen dann quasi wie so eine kleine Ketchup-Packung aus. Und die lieben das.
Weil das sind bei uns so eine typischen Katzensachen, die sind auch bei Nassfutter, die essen das Fleisch da drin nicht, die essen immer nur die Soße. So. Und ja, die lieben das. Und deswegen, das finden die super geil. So, und das Ding ist, ich hatte jetzt die letzten Tage ein bisschen Probleme, meinem Kater seine Medikamente zu geben, weil der hatte eine leichte Entzündung und hat deswegen ein paar Tabletten bekommen. Und hat nicht so ganz geklappt. Anfangs habe ich ihm das unter den Thunfisch gemischt. Das ging so halbwegs, aber nicht so ganz. Und jetzt habe ich eben gerade mal in seine Portion von diesem komischen Leckerli-Schlabberle-Zeug da die Tablette zermörsert, das reingebröselt und ihm das zu essen gegeben. Das war innerhalb von 5 Sekunden weg und ich so, oh, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich das immer gemacht. Ohne Witz. Die Katze steht jetzt hinten dran, hör dir zu. Du hast was getan, Mensch. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Er weiß, dass er Medis kriegt. Jo, das ist Honor. Hey, Angel. Okay, jetzt mittlerweile bin ich mir doch nicht mehr so sicher, ob ich weiß, wo ich bin. Leute, ihr braucht gar nicht so geilen. Ihr kriegt nur eins pro Tag. Ich meine... Ach du Kacke. Das hättest du nicht sagen sollen. Weil ich um 0 Uhr stehen soll an deinem Bett. Ja, ich glaube auch. Human, it is daylight again. Fütter uns, Mensch. Los, Sklave. Okay, okay, ich hab, gut, jetzt habe ich auch den Beweis. Kompass führt mich nach Hause. Schnensch. The time is come, so mal. Nein. Time is come, schnei. Good eye. Okay. Der Kompass weiß den Weg. Der Kutscher kennt den Weg. So. You're lying. Ich muss mal anders machen. Ich muss echt aufhören, hier immer durch das Feuer zu rennen. Oh mein Gott, ich bin ein paar Minuten weg, ne? Alter. Deine Hühner rasten komplett aus. Ja. Alter. Wer hat das Tor offen gelassen? Oh, oh, oh. Ja, das war aber auch ich. Ich dachte, die Hühnchen waren das jetzt selber. So, jetzt ist, jetzt hatten wir genug Spaß. 7, nice. So, True Nugget. True Nugget, komm her. It's a True Nugget. Hast du das Hühnchen benannt oder woher weißt du, wer True Nugget ist? Ich habe keine Ahnung, wer True Nugget ist. True Nugget ist immer das einzige Nugget, was als erstes hier mal durchkommt. Vivi, ich bitte dich, diese gefühllose Frage. Ein Vater erkennt sein Kind. Das ist True Nugget. I guess. Gut, vielleicht ratet er auch nur. Ich meine, ich habe nur einen Hund und nur eine Katze. Das ist einmal Majima und einmal Makoto. Aber konnte man Tiere nicht... Ja, du brauchst halt eine Dings dafür, ne? Name-Tag. Stimmt, ja. Oder sogar. Ich habe ihm das Ding sogar geladen abgenommen. Das war doch aber eine ziemlich erfolgreiche Beutezug-Scheiße. Scheiße. Ziemlich erfolgreicher Tag der Einbeinigen. Jetzt muss ich nur noch mal das ganze Zeug ein bisschen ablegen. Gucken, dass draußen alles brennt. Einmal Milch trinken. Milch trinken. Die Glocke läuten. Der True Nugget ist mir letztens auch schon wieder weggelaufen. War denn oben auf dem Berg? Ja, siehst du mal, True Nugget hasselt sein Leben. Der hat Abenteuer. Er hasselt sein Leben. So, nur, ne? Drei Banditengruppen, ne? Nur um mal zu klar zu machen. Das ist mein Land. Ne? This is my land. You don't belong here. Vielleicht sind das einfach nur Kunstliebhaber. Oh, der hat das aber schön daraus gemacht. Sollen wir ihm auch einen Banner schenken? Was meinst du, Frank? Ich glaube, wenn ich bei meinen Katakomben einfach die Lichter ausmache, ist das echt ein Dungeon hier. Meinst du einen polnischen Puffketter? Minecraft Gangster Krieg, ja, so in etwa. Das sind die ganzen Creeper immer. Das sind so Mafia Creeper. Na, miese Fuck.
Oh Gott, ich werde ewig Andesit brauchen. Hilfe. Was der Effekt war? Der Effekt ist richtig ätzend, sag ich dir. Das ist quasi, wenn ich jetzt mit diesem Effekt in ein Dorf, also in ein NPC-Dorf okay. gegangen wäre, dann hätte quasi ein Raid gestartet. Und dieser Raid ist einfach mal übelst AIDS. Everyone has AIDS. Mhm. AIDS, 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 AIDS. Ich glaube, ich brauche bald eine größere Futtertonne. Wenn das so weitergeht. Ne, das ist der Räucherofen. Das ist der Schmelzofen. Ich glaube, ich möchte schlafen. Oh ja, schlafen ist eine gute Idee. Warte mal. Kann ich schon. Warte, ich bin gleich da. Sprengstoff. Ich esse nochmal schnell meinen Kürbiskuchen, dann bin ich schneller. So. Vivi kann stolz auf meine Ordnung sein. Ja, ich sehe es gerade. Alter Schwede. I'm impressed. Ist noch nicht perfekt, aber es ist schon mal something. Yes. Ich höre eine Spinne, aber ich sehe sie nicht. Hä? Ich sehe sie einfach nicht. Hat sie sich... Ach, da oben hängt die. Die hat sich in der Akazie verfangen. Hello, human. It is nice to see you. Warte mal, was hatte ich jetzt nochmal für Bücher? Glück? Was ist Glück 2? Glück ist einfach, wenn du zum Beispiel Kohle abbaust, dann kann es passieren, dass du zwei Stücke kriegst statt einem. Oh, das möchte ich dann doch auf meine Diamantspitzhacke machen. Die Wahrscheinlichkeit steigt mit Stufe. Also gerade wenn man Diamanten abbaut, ist das nicht. Ah, oh mein Gott! Ergo. Das gilt übrigens auch für Diamanten. Sicker Scheiße. Ja, alles, was irgendwie Zeug dann rausspuckt. Redstone auch. Ah, oh, Mann, alles, der hat den. Alles, was so kleines Zeug macht. Nugget, Vorsicht, ich muss hier arbeiten. Ah, okay, verstehe. Kann ich das Ding danach noch weiter enchanten? Du kannst es. Es gibt gewisse Enchantments, die es, glaube ich, ausschließen, aber du kannst halt mehrere Sachen auf einen drauf. Aber jetzt ist die Frage: Wie nennen wir diese Spitzhacke? Super Diggy nice. Diggy Hole. Diggy Diggy Hole. The Capitalist. Und Diggy Diggy. Mehr für weniger. Diggy Diggy Hole. Gegen mehr weniger. Gegen mehr weniger. So, jetzt haben wir Diggy Diggy Hole. Das ist jetzt euer Verdienst. Damit müssen wir jetzt leben. Es ist Rickety Hole. Ich finde das auch. Ich finde es auch lustig, dass du das nicht geschrieben hast wie so Hole, wie Loch, sondern wirklich wie Hole. Ja. Okay, verzaubern kann ich jetzt das Ding aber nicht weiter. Du hast wahrscheinlich keine passende Verzauberung für. Wäre das, beziehungsweise du kannst halt auch eine. Du kannst zwei verzauberte Sachen zusammenpacken und sie haben die. Sie kombinieren dann die Effekte. Wenn du jetzt halt nur gerade Verzauberungen am Start hast, die für Rüstung oder Waffen sind, die passen da halt nicht drauf. Ach so. Ja, das ist halt ein Problem. Manche Verzauberungen gibt es nur für bestimmte Sachen. Ich hätte gern, was ich richtig gerne hätte, aber dazu bräuchten wir hier ein Meer, ist, ich hätte gern ein Trident. Trident? Ein Dreizack. Du willst doch nur Poseidon haben. Ja, nicht nur das. Das Witzige am Dreizack ist, da gibt es eine lustige Verzauberung für nämlich. Naja, mit dem Zurückkommen. Ja, Loyalität heißt das. Wenn du kannst halt den Dreizack kannst halt schlagen mit, du kannst dann auch damit den werfen. Wie so ein Schneeball, also halt wie so ein Speer. Und wenn du Loyalität drauf hast, dann kommt er zu dir zurück. Wenn du eine Waffe verzauberst, nennen sie Kyrios Rage. Oh, gute Idee. Wie so ein Delfin durch Wasser schwimmen kannst. Ja, es gibt verschiedene Verzauberungen dafür. Einige schließen sich aber aus. Zum Beispiel gibt es da extra Schaden für Unterwasser und halt zurückkommen. Und so Kack. Oder Verstärkung. Irgendwie sowas ist das. Da gibt es nur zwei Kombinationen, die funktionieren. Ich finde es schön. Die, das Problem bei uns ist halt, ich habe schon ein paar Meere abgeklappert beim Rumgehen, aber ich habe weit und breit nirgends Unterwasserzeug gefunden. Ja, den Trident kriegst du von Zombies. Den kriegst du von Meereszombies. Die tragen dir manchmal mit sich rum. Die sind halt irgendwie die Tiefe zu... Danke für den Sub, mein Dude. Ja, wir sind zu weit weg von irgendeinem Meer, um da irgendwas hinzukriegen. Ja, das sind so zwei Tagesreisen bis zum Meer. Ja, das ist ein bisschen nervig, aber irgendwie. Wenn irgendwann... du Nether reist, bist du schneller. Ja, Nether-Transport. Nether-Reis.
Oh oh. Wir haben keinen Nugget, der für uns den Nether cleart. Nugget hat bei mir auch nicht den Nether geclearet. Das musste ich selber machen. Er hat ihn optimiert. Sie haben jetzt DSL und WLAN. Ja. Weißt du, wie glücklich die da unten waren? Die Schweine? Ja, ich war sie total dankbar. Weißt du, wie glücklich die Schweine waren? Ich hätte die Spitzhacke auch manchmal Constructions nennen können. Ja gut, wenn du ein Schwert verzauberst, könntest du es auch einfach Maddock nennen. Auch wieder wahr. Es gibt so viele Optionen, so viele Möglichkeiten. Oder sie Pigman's Revenge nennen. Pigman? Ja. Pigman's die Viecher Revenge. Heißen Pigman, aber eine Stone Pig. Dann ich weiß nicht, ich höre Pigman und ich möchte Bilder malen. Und ich heiße doof und ihr tut, was ich sag. Und wieder schöne Pianomusik. Der Witz ist, ich habe den Minecraft-Soundtrack irgendwie noch nie gehört. Ich habe erst gestern oder wann habe ich endlich mal wieder die Sounds angemacht. Normalerweise mache ich die mal aus. Naja, Soundtrack. Was denn? Soundtrack. Ich mag solche Musik. Es passt auf jeden Fall hier rein. Also ich hatte mal eine CD von so einem Straßenkünstler, Sven Wildeur hieß er. Der hatte, der ist immer mitten in der Fußgängerzone, saß er dann da und hat hier mit seinem Flügel. Er hatte einen Flügel auf Rollen. Er hat dann quer durch die ganze Fußgängerzone geschoben, hat sich dann irgendwo dann da hingesetzt, setzte seine Cappy auf und fing einfach an zu spielen. Endlich können wir Schoschmanns Streams gucken, Netherbewohner. Der hat was Scheißiges über uns gesagt. Das nächste Mal boxen wir ihn. Ja, ganz hart. Ganz viel. So, wo budde ich mich denn am besten ein, um Andesit zu farmen? Andesit gibt's hier überall an der Oberfläche. Oder du kommst einfach nach mir. Ich hab davon irgendwie 20 Stacks. Kommst nach mir. Echt? Komm nach uns, Efteling! Okay, Entschuldigung. Sei vorsichtig, Vivi, er will dich nur in sein Wurzelgehege locken. Ja, er vergräbt dich drunter und benutzt dich als Dünger. Alter, er ist nicht Poison... Warum das eine Dorf nicht mehr ist. Auron ist nicht Poison Ivy, Alter. Nein, er ist mad. Ich dachte, er ist Poison Ivys Bruder. War ein böser Klon. Tollkirsche. Poison Ivor? Poison Igor. Poison Igor. Der kleine Igor, der konnte. So, ich habe das Obsidian, was ich brauche. Ich baue mir nämlich im Never noch ein Portal. Ich will nochmal in eine andere Richtung damit. Never, never, never. So, warte mal. Ich komme vorbei, Auron. Moment. Und ansonsten kannst du dich bei mir noch durchbuddeln. Ich glaube, ich habe hier auch noch irgendwo welches. Fußball. Ja, ich habe mir vorhin schon was von dir geholt. Nicht alles, aber schon einige. Und Fuß ist meines alten Berges. Hallo. Moment, was macht Andy denn hier? Ich dachte, der ist schon noch ein Weg. Der ist Hydropis jagen. Ich habe Hydropis gejagt für die letzten 3 Stunden. Oh, hau mal. Hydropi? Matti! Kip! Matt! Kip! Okay, ich cheate. Was? Was? Baby cheatet? Ja, aber weil Auron will jetzt wieder, dass ich seinen Secret Wald laufe, aber ich mach's einfach anders. Ich spring einfach auf die Bäume, dann kann ich nämlich nicht verlaufen, wenn ich oben auf den Wipfeln bin. Ah. Oh, 360 No Scope. 360? 360? Boah, Alter. Oh, Raffel kommt. Attacke! Schmerzen! Was ist eigentlich Multiplayer? Spielen Geld bei Minecraft? Technisch gesehen ja. Oder ihr legt euch einen handelsüblichen Auron zu. Mhm. Es war ein bisschen seltsam zu halten, aber ansonsten. Nee. Also ihr braucht schon eine Vollversion von Minecraft. Also sonst könnt ihr auf keinen Server connecten. Wenn ihr dann aber noch eine eigene Serverwelt haben wollt. Dann kostet das Geld. Ah, yes. Ich geh hol beklauen.
Ja, er hat gesagt, wenn ich meine Spitzhacke oder so brauche, kann ich zu ihm gehen. Spitzhacken habe ich auch genug, also. Ja, aber ich wohne jetzt quasi auf Hohl. Ach so, hast gesehen. Ja, du hast dein Helm. Ich wohne nicht in seinem Keller, er wohnt in meinem Ferienhaus. Ja, ich dachte halt wirklich, dass du schon nicht mal auf Hohl, sondern sogar hinter Hohl gewohnt hättest und nicht da, wo ich dann da jetzt versuche, meinen Kreis zu ziehen. Ich habe da oben fett auf dem Berg gewohnt, der da plötzlich eines Nachts angefangen hat zu leuchten, als ich alle mit Fackeln hingesetzt habe. Und heute Morgen, bevor du dein komisches Ding gebaut hast, habe ich da sogar noch einen Holzwall hingebaut. Ja, ich habe es gesehen. Dann habe ich jetzt abgebaut und meinen ganzen Kram hier rüber geschafft. Ja, ich hätte dir sonst geholfen, dann wärst du noch später gekommen. Ja, aber du warst damit beschäftigt, deinen Mattkipp zu fangen. Ja. The fuck? Ich hatte halt... Hä? Nee, ja, ich guck. Sieht es einfach in der Truhe, ne? Kannst du einfach rausnehmen, so viel du möchtest. So. Auron, was baust du für ein Dungeon? Was wird das hier? Alter, nee, das wird noch schlimmer als ein Wald. Ich geh wieder. Oh mein Gott. Ich wiederhole nochmal. Zum Glück bin ich ja der Psycho. Der eine baut sich einen Space Donut, der andere baut sich einen Bergtempel. Du baust deinen Weltuntergangsbunker. So. Ich habe meine Ruhe hier unten. Keine Bekloppten, die mit ihren gigantösen Wahnvorstellungen an der Tür stehen. Ich finde es schön, wie die Bewohner ihre neue Rolle als Schweinersatz akzeptiert haben. Ja, wir müssen uns übrigens mal da unterhalten. Die Peter hat angerufen, die ist nicht glücklich. Ach, wieso darf man Dorfbewohner nicht in Massentierhaltung haben? Nö. Die ganzen Stresshormone, die die ausstoßen. Das isst du alles mit. Wenn du natürlich jetzt an einem Ökobauer aus der Uckermark knabbern möchtest, da sind wir konform mit. Alpaka! Wichtig, dass er fair gehandelt und bio ist. Das heißt, er darf nicht ausgenutzt worden sein. Oh. Nicht, dass mir das egal wäre. Für mich sind das alles sowieso nur Lakaien und Untertanen. Ja, aber glückliche Lakaien leiten besser. Ja, ja, glückliche die leiten tatsächlich besser. Also meine Feldversuche mit elektrischen Stühlen und fair gehandelten Bauern. Ich meine, wenn du einen schlecht behandelten Lakai hast, der ist es gewohnt. Das ist nicht dasselbe. Deswegen habe ich Nugget. Ja. Du hast ein dämliches Huhn. Hey, 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 hey. Watch your language. Hat er gerade dämliches Huhn gesagt? Ja, dämliches Huhn. Alter, pass auf, was du sagst, mal ein Sandwich aus dir. Okay, ich komm dir gleich auf deinen Berg und klatsch dir eine. Puh. Wow, du hast wohl unten mich gegen dich, Alter. Schön. Keiner redet zu meinem Mittagessen. Pack dich auf mein Lagerfeuer und dann mach ich Schinken aus dir. Setzt euch ans Lagerfeuer, ihr da. Svetlana. Ich habe hier oben genug Schnee, um dich wieder von dem Berg runter zu ballern. Ach. Oh Gott, Schneeballschlacht. Ah, und die gewinne ich. Ich habe mehr Munition als du. Ich sitze an der Quelle. Ich kann mir nur fast auch eine Schneefestung bauen. Ja, Hohl hatte heute schon gesagt, so von wegen, ist zu warm, bau mal was Kaltes. Und dann habe ich so gesagt, ja komm, ich baue noch Elsas Eistempel. Bau was Kaltes. Oh, hast du den Anvisitern gefunden? Ich jetzt? Ne, Vivi. Also. Ja, ich hab alles geholt, danke. Also ich hoffe, das war okay, dass ich alles genommen habe. Ich war wirklich jetzt... Der 10 Tonnen Anvisit. Hab ich die Base. Ich hab bei den Schweinen immer Angst, dass mir einer auf einmal vor die Axt läuft oder so. Ja, hallo, kannst du nicht schlagen. Geh mal auf die Seite. Achso, das ist dann quasi Abbaumodus. Ja. Nicht so tief. Was passiert da gerade? Ich muss nur noch eine Schicht entfernen. Ah! Jetzt machst du mir ein Loch da rein! Man kann die keine 3 Sekunden alleine lassen. Bleib da unten. Bleib da. Bleib. Bleib. Was ist denn Scheiß? Mann, jetzt sitze ich hier in einem Loch. Ich einreiben. Hey, jetzt macht mir hier einfach die Balletta und bewirft mich mit Zeug. Was ist denn überhaupt Steaks? Er wirft mich mit Steaks.
Er hat mich in einem Loch gefangen, bewirf mich mit Steaks. Ich fühle mich Friss! Also es gibt schlimmere. Schmutzig! Ich glaube, ich habe eine. Oh nein! Oh mein Gott! Ich glaube, ich habe eine Fortress gefunden. Oh, fuck you! Oh oder mein so Gott! Da bin ich in ein riesen Loch eingebombt. So eine Never-Festung. Ich dachte, der hat einen enchanteten Boden gedroppt. Bogen meine ich. Ein enchanteten. Also ich glaube, die hier könnte dir helfen. Naja, das Problem ist, selbst wenn die dir einen enchanteten Bogen droppen, die Dinger halten dann im Grunde genommen nur noch 5 Schüsse aus oder ja, drei auseinander. Außer du reparierst sie, wenn es gut ist. Du kannst sie nicht reparieren. Ja, doch, du kannst sie mittlerweile reparieren, wenn sie enchanted sind. Also, meint. Leute, ich muss feststellen, Hohl ist wirklich der Psycho. Erst missbraucht er mich und dann schenkt er mir eine Diamantspitzhacke. Na klar. Sounds legit. Ich muss doch dieses Abhängigkeitsgefühl bei dir fördern. Du weißt schon, dass ich mich früher oder später in deine Festung reinbohre. Alter, was wird das hier? Stockholm-Syndrom oder? Er versucht eins zu erzeugen. Es wird nicht funktionieren, da ich ihn lediglich ausplündere. Die Schöne und das Biest. Das sollst du ja denken, dass du ist noch so im Vorteil Frage, bist. Wer ist jetzt in deinem Gleichnis wer? Das könnt ihr euch aussuchen. Wer ist der Schöne und wer ist das Biest? Also er ist größer, also ist er folglich das Biest. Also bist du der Schöne? Natürlich. Das natürlich, möchte ich sagt anzweifeln. Sagt er, während er sich durch seinen Press tolles ja erst als Gaston. Press X to doubt. Nee, ich hab keinen Bizeps voller Bizeps. Ah. Mein Körper erstrotzt voller Bizeps. Da ist es, oder? Ja. Oder ist das, sehe ich das gerade falsch die ganze Zeit? Die einzige Art und Weise, wie ich mich hier im Never nachher zurechtfinde, ist schlicht und ergreifend, dass ich überall Laternen setze, wo ich lang gehe. Beziehungsweise, Laterne, Laterne, Feuer, Tod und Wärme. Feuer, Tod und Wärme. Jo. Das war der Spruch von Annie. Aus yep. League of Legends. Yep. Fuck. Yep, fucking found it. Scheiß, ne. Blöde Viecher. Oh mein Gott, es sieht aus wie ein Boden. Was? Das kann doch nicht sein. Es relativ einfach ranzukommen. Ja, mein Tempel macht sich langsam. Also zumindest so ein bisschen. Oh, ich hab bald meine Baufläche fertig. Oh boy, das geht. Och Gottchen. This is more dangerous than I thought. Oh Gottchen, du meine Güte. Ich bin ein bisschen zu weit oben. Ich merk schon. Aber ich würde wirklich gern da unten hin. Ist doch schön, wenn du Spaß beim Minecraft gucken hast. Oh fuck! Alter, ihr habt eine lange Aggro-Range. Ich mach das mal kurz anders. Pop-out-Chat, das wollte ich. What a snipe. Okay. You know what? Ich mach mir ein andermal Gedanken darüber, wie ich da runterkomme. Oh, I fucked it up! Oh no, I didn't! Wenn ich nämlich hier mein Portal hinmache. Ich will ja zumindest den Chat lesen können. Was? Yes. Also ein bisschen nebenbei, natürlich. Du hast dich gefälligst auf dein Bauprojekt zu konzentrieren. Mach ich doch, ich bin multitaskingfähig. Achso. Ja, sie ist eine Frau, sie kann das. Sexismus-Modus aus. Männer können das auch. Ja. Also zum Beispiel Auron, der kann alles gleichzeitig. Ja, wir können gleichzeitig bauen und dich ignorieren. Okay. Was bitte? Let's go. Wurde biologisch dazu gezwungen. Also ich kann höchstens sarkastisch sein und gleichzeitig Minecraft spielen. Und atmen. Und atmen. Das ist gut, Mensch. Atmen zählt nicht. Atmen zählt. Atmen und blinzeln zählen nicht. Bei mir zählt atmen, da ich bewusst atme, weil ich dabei auch rauche. Bist du Manuel Samuel, Alter? Was für ein Ding? Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel, wo... Ja, erzähl du. Ja,
Nee, mach du ruhig, das kannst du, glaube ich, besser. Oh, geil, und ich dachte, ich wäre aus der Hölle raus. Wie war das? Wie war es? Jemand stirbt und geht dann einen Pakt mit dem Teufel ein und der muss alle seine Körperfunktionen manuell durchführen für einen Tag, damit er irgendwie sein Leben wieder erlangt oder so? Ja. Also, bewusst Herzschlag, Atmung, alles. Ja. Ja. Alles. Alter. Und das, die Ironie an der ganzen Sache ist, dass er normalerweise ein total verwöhnter Schnösel ist, der wirklich von allen möglichen Leuten alles gemacht bekommt. Jetzt muss er alles manuell und alleine machen. Das ist hart. Und dann später am Ende lernt er dann sein Leben zu appreciaten. Ja gut, wenn ich den ganzen Tag bewusst atmend Herzschlag und was Blutfluss und so weiter und so fort gemacht hätte, dann würde ich das Leben auch wieder ganz toll finden. Na, Bessie war so überrascht von dieser Lebensfreude, dass er aufgehört hat zu atmen. Ja, geil. Ja, das passiert, wenn man nicht auf einem Festland rauskommt. Dann wird man einfach in die unterste Höhle gespawnt, unter Wasser. That's a problem. Where am I? Du bist im Abyss. Kannst du immer noch deine Koordinaten gucken? Ich weiß nicht, ob du deine alten Koordinaten. Sie stört mich nicht. Ich könnte mit dem Kompass wieder nach Hause laufen. Aber dann musst du achtmal so weit wie im Nether laufen. Ja, und habe ich vorhin auch gemacht. Ist doch doof. Du bist doof. Ja, du auch. Ihr seid beide doof. Und jetzt hört auf zu streiten. Wie dieser Riesen, wie dieser Schatten hier schon. Oh, ich werde das so lieben, wenn dann später alles hier fertig ist. Und einfach sich dieser riesige Schatten dann in der Abenddämmerung über das Dorf hinweg zieht. Oh, aber du machst doch aus dem Ding ein gesamtes Bergdings, ne? Travel. Also diese Ringe, die jetzt da fliegen, das werden genau wie die unterste Reihe so diese nach innen gebogenen Felswände. Also ja, ich wollte gerade sagen, du machst daraus Felswände, richtig. Also im Grunde genommen ist es einfach ein dreifacher Krater. Space Donut. Nee, ich musste erstmal, zumindest vorübergehend, erstmal unter deinen Dingen da ausleuchten, weil da so viel Wasser war. Ja. Oh no, Auron ist gestorben. Der arme Zombie muss auch von was leben, er gönnt es ihm. Und er hat nun mal die meiste Gehirnmasse. Ja. Von uns allen, ja. Moment, warte mal, heißt das, wir haben jetzt einen super intelligenten Zombie, nachdem er ihn gegessen hat? Nö, nur einen Satten. Naja, du bist, was du isst. Also ist der Zombie jetzt auch rund? Nee, ein langhaariger Bombenleger. Also würde er Micha essen, wäre er betrunken? Betrunken und konserviert. Ah. In jeder Hinsicht. Der wird nicht mehr schimmeln. Ja, Mensch. Ich bitte mich. Alkohol eingelegt und geräuchert. Aber das ist nicht gut, wenn er nicht schimmelt. Aber bei so einer Zombie-Apokalypse, ne? Ich meine, die Leute sind ja wandelnde Leichen und die verrotten ja gleichzeitig. Ja. Muss man da nicht einfach wirklich nur warten, bis die einfach alle verrottet sind und dann hat man wieder die Erde wieder gesäubert? Es kommt drauf an, welche Art diese Zombies sind. Es gibt nämlich beispielsweise, wenn es ein Virus ist, was den Körper quasi mehr oder minder wiederbelebt, das heißt, dass die Zellteilung weiter stattfindet, dann verrotten die nicht richtig. Hm. Aber wenn das zum Beispiel das wirklich einfach nur wirklich lebende Leichen sind, die wirklich tot sind, aber sich trotzdem bewegen, weil die irgendwie animiert sind, auch nur, dann muss man das Ganze nur aussitzen, bis die verrottet sind. Also wenn es so ein Parasit ist, sag ich jetzt mal. Oder wenn du halt so die Variante von 28 Days Later hast, wie die Leute einfach nur mental absolut zum Zombie werden und alles fressen wollen, dass sie vergessen, normal zu essen. Die verhungern dann irgendwann. Spaceboots kommen, du sind auch nicht. Ne, klar, ausleuchten ist wichtig bei mir momentan, ich weiß. Das ist noch sehr, sehr. Das wirft einen großen Schatten. Gigantismus. Ich sag mal so, wenn ich sowas bei Andy sehe, krieg ich böse Flashbacks. Ich weiß immer noch nicht, was genau du, worauf du ansprichst. Die Feuernation. The Floating Fortress, ja. Welche Fortress? Die Feuernation. Stell dir vor, du hast ein Land, wo die Sonne nur überall hinscheint. Und dann kommt ein Spacko um die Ecke und denkt sich, ich klatsche euch jetzt zu 5 Etagen über und drüber, alles so mit einem. Ich mach mal eine Flying Fortress. Ja.
Flying Fortress trifft es eigentlich nur am ehesten. Shit, wo ist das dieses Loch? Ich baue ja zum Glück nichts, das nachher nicht auch mit dem Boden verbunden ist. Also es macht Sinn, dass es nachher ein Berg ist, wenn es fertig ist. Ja, also das Land der Sonne wurde eigentlich zum Land der ewigen Nacht. War das mit dem alten Leichtschutz? Ja. Ja, das, was, ich glaube, ich weiß, was er meint. Das, was hier Dinge eine gewisse Person gebaut hat. Kashi gebaut hat. Ach so. Ja gut, da war ich ja eine riesige Plattform, die über alles drüber ging. Da war ich ja nicht mehr. Das war nachher so heftig, dass man unten alles ausleuchten musste, weil tagsüber da Zeug gespawnt ist. Ja, der hat sogar über meine Festung drüber gebaut. Da war ich richtig böse irgendwie. Ging mir voll auf den Sack. Ja, dann einfach TNT zücken und sagen, das muss jetzt weg. So, das Portal ist scheiße. Das Portal ist super scheiße. Wie gesagt, Milchi, sorry, dass ich dich zum Umziehen animieren musste dadurch. Naja, jetzt habe ich halt einen anderen Berg. Ich wusste, der auf gleicher Höhe mit deinem Kram ist und jetzt kann ich einfach meine Festung, also mein Festungstempel bauen und der ist dann einfach. Und deswegen ist Kommunikation wichtig, Kinder. Ja. Wie gesagt, ich wusste nicht, wo Michi ist. Der war ja auch dann nie da. Ich dachte halt wirklich, er wäre an dem Ort gewesen, wo ich ihn gezeigt habe. Und das war ja so hinterhohl. Du hast mir diesen Berg da hinten gezeigt. Nee. Doch. Doch. Ich habe dir das, was hinterhohl ist, gezeigt. Da, wo du jetzt praktisch fast bist. Du hast mir diesen komischen Berg mit diesem komischen Durchgang da gezeigt. Das ist der da hinten. Ist er? Mhm. War ich auf der falschen Seite? Are you kidding me? Du hast dich jetzt einfach nur im Berg vertan. Oh. Mhm. Gut, jetzt habe ich da oben auch draufgesetzt. Jetzt habe ich jetzt zum Glück eingezäunt und jetzt weiß jeder, wo ist mein Gebiet. Also auf jeden Fall, mein Gebiet erkennt man, glaube ich, jetzt auch. Man sieht diesen riesengroßen Dreckkringel. Also ich seh ihn von meiner Baustelle hier aus. Ja, da ist nämlich auch jetzt beleuchtet. Da, wo es gerade schneit. Wie blöd. Wie viele fucking Spawner habe ich in meiner Welt? Jetzt habe ich auch noch einen Zombie-Spawner hier. Na, leider einer der nutzlosesten. Ja. Aber es ist gute XP-Farm, wenn du sie richtig baust. Konnte man nicht Spawner auch mit Silk-Touch abbauen? Ja. Nein. Doch. Ja, doch. Ja. Spawner gehen doch immer kaputt. Nein. Geht nie kaputt. Ich meine, die kannst du mittlerweile auch mal. Ich meine, das ging früher zumindest. Probier doch mal, Shadow. Hab ich doch nicht, du Depp. ich bin wieder da. Mein Spawner hat da ja genug. Ja. Das stimmt tatsächlich. Houtini! Houtini! Die schreien wieder rum. Die sind wohl nicht ganz so happy, dass ich hier gerade deren letztes Haus abbaue. Wer wäre das schon? Oder es kommt davon, dass sie da mit den Schweinen in einem Haus leben müssen. Das wird mir auch stinken. Naja, irgendwann haben sie da auch noch Häuser. Irgendwann. Hakuna Matata und so. Sagte, die kommen da raus, ja. Mit Speer bewaffnet. Oh, bitte nicht schon alle mit Mistgabeln und Fackeln und dann bringen sie ihn um. Boah, ich will nicht schon wieder hier einen Raid haben. Das war das Schlimmste überhaupt. Ich hatte auf diesem Berg hier einen Raid. Boah, war der schrecklich. Vor allen Dingen dieser Graf Dracula und dieses komische Thaddeus Rhinoceros. Ja, der Verwüster. Ja, boah. Oh geil, ich bin Level 30. Einfach auch mit kompletter Eisenrüstung macht er mir 5 Herzen Schaden mit einmal treffen. Das war. Gott, war der scheiße. Auch ich kann bezeugen, wie oft ich da gestorben bin. Houtini! Ding war aber auch übel. Hat dich auch überrascht, ne? Houtini! Houtini! Wie oft willst du das noch sagen? Houtini! Du, wie oft ich das höre, willst du gar nicht wissen.
jedes Ding, die will ich echt nicht. Der Sound der Villager, die die normalerweise machen, dieses wurde ersetzt durch gute Idee. Also kannst ja was oder was. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn da so 7 oder 8 Stück auf Bewohner auf einem Fleck sind, wie häufig ich dieses Houtini höre. Weißt du, das ging ja noch geiler. Hättest du jetzt diesen Meat Dog Mod drin? Fuck! Fuck! Ich könnte mir die eigenen Sounds reinmachen und dann könnte ich mir irgendwelche selbstgefälligen Sachen reinmachen, wie Andy ist der Beste, Andy ist der Beste, Andy ist der Beste. Lol. Du willst ja so Lügen in Minecraft patchen? Alter. Ja. Kannst du doch nicht machen. Alle. Sagt ja sonst keiner. Nö. Was soll ich sagen? Das ist nicht wahr. Ich sag ständig. Meine Mama hat gesagt, aggressiv? Ich hab... Andy, du bist ein ganz toller. Ja, das bist du. Ja, ja. Ohne sarkastischen Unterton, bitte. Ja, also nee. Extra Wünsche gibt es hier nicht. Andy, es gibt ein Problem, warum ich das nicht sage. Ja. Du bist ein Mensch. Andy ist der Größte! Nein, ist er nicht. Oh. Und jetzt spielen wir Abenteuerland. Hol ist größer als du. T-Pose for Dominance. Oh, Roffel. Naja, er muss ja seinen Napoleon-Komplex auslimmen in Form eines Space Donuts. So schließt sich der Kreis. Nee, der Kreis wird nicht geschlossen. Der bleibt ein Halbkreis. Es wird also ein Space Croissant. Space Croissant. Die Space-Franzosen greifen an. Aber nicht die Strahlenkreuzen. Die Space-Franzosen greifen zwar an, aber die ergeben sich sofort. Houtini! Houtini! Ist der fähig, der Typ. Wow, ist das dein scheiß Ernst? Yes. Hm? Eiskalt. Was ist passiert? Ja. Kann ich ja jetzt noch ein bisschen Brot machen. Der Hass ist unendlich, oh mein Gott. Was, Vivi hasst Dinge? Das Ding ist, ich wollte eben gerade noch ein bisschen Andesit mit abbauen, weil ich noch wirklich auf die letzten paar Meter mir dann noch ein paar Steine fehlen. Dann dachte ich mir so, okay, komm, du holst dir einfach noch 60 Andesit, dann reicht das. Bau alles so ab. Denn bei 59 geht meine Spitzhacke kaputt. Gute Idee. Gute Idee. Andy, halt's Maul. Jetzt mal in aller Freundschaft. Halt's Maul. Gute Idee. Andy ist einfach ein Pokémon. Andy ist einfach fertig mit der Welt. Also verstehe ich das richtig. Du musst alle 5 Sekunden Houtini sagen, weil ansonsten dein Kopf explodiert. Houtini. Panchimos. Zu ungefähr, ey. Boah, ist das schon. Na, nie der Fa. Okay. Oh. Excuse me, what the fuck? Warum kann keine Spinnfleisch hier essen, Manu? Ich glaube, ich werde jetzt gleich erstmal den Zaubertisch einen Besuch abstatten. Oh shit! Also raiden mich Zombies unter der Erde. Oh nein, was für Unholde. Bösewicht. Wie kommen denn noch? Wie könnt ihr es nur wagen, Auron anzugreifen, den König der Waldschrate? Vor allen Dingen, wie sind die da zu ihm hingekommen? Die müssen doch eigentlich an den Dornbüschen schon erledigt, gestorben worden sein. Nein, ich bin unter der Erde. Ja, wahrscheinlich hat er mit seinem Dungeon-System. Auf einmal kommen da 20 Zombies um die Ecke. Ah, so ein Zombie-Urak. Ja, die machen Spaß. Oh, eine Spinne. Was macht eine Spinne hier bei mir? Ich frage mich noch, wie so eine gebratene Spinne in Minecraft funktionieren soll. Ich meine, mit einem Hubs kriegst du das Vieh nicht gefressen. Ja, hast du, schmeckt wie Hühnchen. Hast ein bisschen was für ein paar Tage. Mega-Zombie. Alter, auf was würde ich dir mal so einen Oschi ins Maul zu stecken? Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ich könnte das hier so viel schneller machen, aber why? Ich hab von frittierter Tarantel oder was das war gehört. Ja eben, die knabberst du ja am Stück. Ja, weil du sonst das Kotzen sein, weil nämlich der Sack, der Netzsack sehr sehr wie ein Ei ausgeschürft werden kann. Ja, erzähl mehr davon in diesem Stream. Lecker. Delicious.
Ja, man wurde so ein super Skelett Goldstiefel gedroppt. Ach, in der Not frisst der Teufel Spinnen. Wenn ihr nichts anderes hättet, da sieht so eine schwarze Witwe auf einmal richtig lecker aus. Ja. Bis auf, dass sie deinen Magen zerstört. Aber so, das was wir ja vorher auch braten. Wie viel, wenn man etwas auf Level 30 entscheidet, wie viel Lapis braucht man? 3? Wenn du Lapis brauchst, ich hab noch. Also ich hab sonst auch noch hier bei mir was liegen, wenn du ein oder zwei zu wenig hast. Ja, das Ding ist, ich hab aktuell... Doch, warte mal, ich hab was. Also 3 meint ihr? Ich meine 3. 3 bis 5 oder so. Ich nehme einfach mal alles mit, was ich habe. Putini! Weil ich hab jetzt mein Diamantschwert und ich bin auf Level 30 und ich wollte, dass ich mich mal enchanten und gucke, ob ich was Gutes krieg. Oh, fancy. Also ich persönlich würde immer nur Bücher enchanten. Na, ich weiß nicht. So Spitzhacke und Schwert ist so das, was du wirklich so enchanten solltest, einfach auf gut Glück. Ja, ich bin also im Grunde ja mal im Kreis gelaufen. Kriegst du echt gut zweites raus. Wolf Drink Powerful. Na, Sammy? Ja, gut, fuck it. Gut, ich werde eher versuchen, dass ich denn doch in diesen Mörder-Dungeon da komme irgendwie. The Dungeon. Mörder-Dungeon. Und ich dänse mit der Gänse. Mierde. Also halt, Mierde! Oh nein! Ach, Mierde? Und Mietrain? Pack! Ridiculous! So, noch mal kurz weg. Und zwar Pack! Jo. Also ich hätte jetzt gerne, der beste Fall wäre jetzt irgendwie so Haltbarkeit 4 oder sowas. Nee, hier. Schlafen gehen, ich bin nicht im Bett. Ich muss mich jetzt einmal kurz zur Tanke fahren. Okay. Moment, warte, was? Das geht? Okay. Cool, guten Morgen. Fuck der Spawn. Ach, das ist egal, hier bekommen wir es auch noch eingestellt, oder? Ja, so. You know what? Fuck that Spawn. Ich nehme den wieder mit. Ist mir scheißegal. Oh mein Gott! Was hast du gekriegt? Schwungkraft 3 und Schärfe 4. Aua, das ist. Jetzt hast du ein Hexenschwert. Jetzt bräuchte sie noch den Mumm, um ein Monster anzugreifen. Ich find's halt gerade geil, wie das Portal einfach wie Glas zersprungen ist. Oh mein Gott. Hä, das hat nur 3 Erfahrungspunkte benötigt? Ja, die haben das geändert, sodass du halt auf Level 30 kriegst du, ab Level 30 kriegst du die besten Zauber raus, aber es kostet nur noch 3 Level. Oh mein Gott, ich liebe das Leben. Oh, wie schön. Houdini! Houdini! Hashtag Houdini. Oh Gott, es ist eine Seuche. So, ey, ich nehme jetzt dieses scheiß Portal wieder mit, setze es woanders hin und dann hoffe ich, dass es besser ist. Das Ding ist einfach. Du solltest aber wirklich weit dich da noch bewegen, weil wenn du es nämlich jetzt in irgendwie demselben Chunk wieder hinpackst, dann kommt es auch am selben Chunk in der Overworld wieder raus. Ich weiß, ja. Das Ding ist einfach, Houdini ist so ein Wort, das kannst du für alles sagen. Du bist glücklich, Houdini! Du bist traurig, Houdini! Houdini! Ganz ehrlich, so hätten sie auch dieses Pilz-Pokémon nennen können aus der 5. Generation. Ja, Houdini. True. Und deswegen ist es einfach wirklich so ein Pokémon-Name. Houdini! Ja, wobei, Houdsasa ist auch cool. Naja, ist ja die offizielle Weiterentwicklung. Houdini, Houdsasa. Houdini! Houdsasa, Houdini, Houdsasa. Aber Obsidian hätten sie echt mal ein bisschen schneller machen können, ey. Das ist jedes Mal ein absoluter Chore. Soll es ja auch sein. Lol. Auron, du hast gerade kein Glück. Wo ist jetzt der... Ich war gerade auf dem Weg nach oben und der hat sich noch... Der hat noch nicht mal irgendwie ein Geräusch gemacht. Der ist einfach instant hochgegangen. Holy Schnecki. Ja, manche von denen haben eine echt kurze Zündschnur. Aber... Ja. Sag mal so... Ich habe mittlerweile so meine Taktik hier auf dem Server, die zu knacken, nämlich zweimal Pfeil, einmal zuschlagen, meins. Ich habe den nicht mal gesehen, ich bin gerade eine Treppe hochgegangen, dann stand er einfach so an der Kante, bumm. Hallo, ich habe auf dich gewartet. I am the knight. Houdini! Houdini! Zufällig, Alter.
So. Bin ich eigentlich wahnsinnig? Ja. Nein, das bin ich. Willst du darauf eine Antwort? Wir haben alle unterschiedliche Facetten des Wahnsinns. Ich hätte mich beinahe selber umgebracht gerade. Houtini. 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 Oh, das hier. Schnee ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. What the world? The secret card. Houtini? So, bis gleich. Jo. Fuck. What? So. Nicht Houdini, Houtini. 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 Ach, jetzt habe ich eine. Sprecht alle mit. Houtini. Houtini. Ich dachte H-O-U. H-O-U? Ja, keine Ahnung. Houtini? H-O-U. Wie kommst du da auf Hau? Ist auch nicht, du hast das so gesagt. Nee. How I met your mother. How I met your Houtini. Könnt einfach alles damit besser machen. Ich brauche eine Axt, genau, das brauche ich. Wir sind jetzt schon so viele Jahre zusammen, möchtest du mich heiraten? Houtini. Du triffst immer die richtigen Worte. Houtini. Das ist wie hier Octodad. Ding. Hier sollten wir noch ein paar. Oh, hier eben gerade sind ja auch unsere Eltern wiedergekommen. Die waren ja jetzt für ein paar Tage in Dortmund gewesen. Und unter anderem waren die auch in den Niederlanden. Und die haben uns erstmal 5 Packungen Fla mitgebracht. Oh! Oh! Alter! Oh. Andy, ganz ruhig. Oh, Fla! Beruhig dich. Oh, Scheitballs. Fla! Okay, da. Oh, boy. Nimm diesen Fla und schmier mich damit ein, ey, was? Ich möchte den Fla baden. Uiuiui. Sei wie der Fla. This is dangerous. Houtini. Oh, Scheiße. Oh, Houtini. Oh, Houtini. Oh, Luan. Ich glaube, du hast jetzt die Hälfte der Zuschauer verstört. Glückwunsch. Ja, Houtini. Weird Fetish, but okay. Also er hat jetzt die Hälfte verstört, die noch geglaubt hat. Der Typ ist irgendwie normal und spielt nur eine Rolle. Hey. Wow. Das war... Das ist meine YouTube-Karriere, hol. Tja, und heute dominiert ein Hühnchen deinen Kanal. Ja. Naja, er muss ja irgendwie Klicks kriegen und dann einfach... Cocks with huge boobs. Cox und Chicks, ne? Ja. Oh mein Gott, das hätte jetzt arg in die Hose gehen können. Oh, ich bin so doof. Ich versuche hier gerade ein Hühnchen zu killen für Federn und wundere mich, warum ich das nicht instant killen kann mit einem Schlag und bemerke, dass ich verbrühe es mit einer Kartoffel. Erinnert mich an dieses Bild so von wegen Blonde riding huge white cock und dann ist es einfach ein Bild von Linkel auf einem riesengroßen Kuchen. Oh, Kuckuck! Mehr Liebe für Kuckuck! Mehr Liebe für Linkel. Ich will ein Haupt-Zelda-Teil mit Linkel als Hauptprotagonist. Was bist du denn? Ich mach mich die Tage an die Arbeit. Ach, ein Nether-Skelett? Ach, ein Wither-Skelett? Wither-Skelette sind böse, die tun weh. Aber wenn du 3 davon killst, dann kannst du dir den Super-Endboss bauen. Die sind gar nicht böse, die sind nur missverstanden. Immerhin habe ich 8 Federn, das ist schon mal gut. Die hat voll Federn. Alter, ich höre hier voll die Geräusche, das macht mich voll kirre. Du hörst voll die Geräusche. Naja, die Soundkulisse im Nether vom Vanilla Minecraft. Ah!
Uff. Oh, shit! Alter! Das können sie doch nicht machen! Oh! Ich will hier raus! Oh, wer rennt jetzt mit 45 Pfeilen rum? Das ist die Vivi! Gucken wir mal, wie zielsicher du bist, wie viele dann 45 an wirklich Treffern sind. Ich bin richtig gut mit Pfeil und Bogen. Ich mach lieber Armbrust, weiß nicht, die trifft mir besser. Ich weiß nicht mal, wo man die craftet, Alter. Ich auch nicht, ich hab sie einfach immer von Banditen gekriegt. Oh, was, die kann man... Oh, okay, Banditenjagd. Da-dum. Naja, wir okay. haben da diesen Tower, den du immer... angreifen könntest. Den siehst du von Aurons Turm. Ja, aber ich glaube, ich finde das nur so weird, dass man den Turm, dass man die gar nicht los wird, weißt du? Ach, man wird die schon los. Ich baue jetzt hier den... Ist den oft genug drauf? Das andere Portal. Fuck that. Auf den Turm. Nein, man kann den ganzen Turm vielleicht ja abbauen. Vielleicht geht's dann, ich weiß es nicht. Nimm einfach den Turm. Und schieb ihn woanders hin. Oh, der Turm baut zu Babel. Ich habe mir Redi erschreckt gerade eben von diesem scheiß Skelett, ey. Naja, aber das Skelette sind echt böse. Vor allem, ich habe das gesehen, meine Herzen waren schwarz. Was war das denn? Das ist der Wither-Effekt. Das ist einfach dann so praktisch, du weißt nicht mehr, wie viel Leben du noch hast. Oh. Und glaube ich, ist deine Regenerationsrate dann ein bisschen gesenkt oder so? Ich weiß nicht, irgendwie. Ich glaube, du kannst dich in der Zeit gar nicht, oder? Okay, weg! Ich habe eine Andesit-Ader gefunden. Exzellent. Hast du mich gefunden? Ja, das auch. Andesit? Okay. Andesit alles. I really should go home. Andesit? Aua. Mhm. Aua. Hashtag Andesit. Okay. Ja, Andesit. Vergesst, wo es weiter. Jetzt gibt's Andesit. Das ist genau das Gegenteil. Du musst gar nicht suchen, wo etwas ist, sondern es ist quasi wie so eine Safari-Tour mit Andy, der euch alles zeigt. Komm, Kinder, wir spielen etwas. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist rot. Okay, ich sehe was, was du nicht siehst, und es ist ein großer Donut. Wieso ist meine Rüstungsanzeige weg? Wow. Ha. 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 Houtini! Darauf kann ich dir leider auch keine Ahnung. Aber meine Rüstung ist noch da. Wow, ein großer Kampf. Ich hoffe nicht, dass der Wither-Effekt war praktisch, dass deine Rüstung für eine bestimmte Zeit einfach nicht nichtig ist. So viel machen wir nicht. Vielleicht ist die Rüstung ja jetzt verwizard. Oh, Vivi, ernsthaft? Wieder. Jahre, Dase. Wieder. Oh Gott. Okay, Festung ist mir gerade noch zu dangerous. Hit one kill. Das liegt nicht daran, dass ich gerade einen halben Herzinfarkt hatte. Nicht? Nein, nö, definitiv nicht, nein. Kommst du drauf? Ich bin nur gerade, weißt du, meine Lebenserwartung hat sich einfach mal halbiert. Jetzt würde ich mir in deinem Stream so diesen Herzpulsmonitor wünschen. Wie der einfach in dem Moment in die hohe Höhe geschnellt wird. In die hohe. Weißt du, normalerweise finde ich das total blödsinnig. Das ist es auch. Es macht höchstens irgendwie Sinn bei so Beat Saber oder solchen Sachen, wo du wirklich extrem viel sportlich aktiv bist. Und Horror Games sind einfach, ja, du erstreckst dich zwar kurz, aber das. Das kommt ganz drauf an, was du spielst. Das haben sie immer noch nicht geändert, ne? Ghasts haben solche komischen Geräusche, wenn sie sterben. Oder wenn sie getroffen werden einfach. Das ist, sterbendes Baby. Das ist einfach dieser Hit-Sound von denen, Alter. Was? Fucking dying baby. MP3. Ich wollte doch gerade. Da laufe ich extra zum Haus zurück. In der Nähe. Ich bin leider gerade auf dem oberen Layer. Ich kann gerade absolut. Ich bin in meinen Katakomben. Da gibt's keine Betten. Time to end this. Gone. Angel, wie kannst du bored as heck sein? Du bist bei deiner Freundin. Echt mal.
Jesus, what? Man kann sich auch langweilen, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, das geht. I mean, what the fuck is wrong with you? Jo, finde ich auch. So, warte mal. Houtini! Hutsasa! So. Aber ja, von der Festung habe ich erstmal den Sack dicht. Da gibt so viele tolle Nether-Ziegel, die du dann nicht selber machen müsstest. Oh, wow, ja. Oh. Oh, ich habe mir gerade so ein bisschen im Mund gekotzt, ey. Boah, ich hasse es, wenn das passiert. Der kam gut. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Hey, noch ein weiteres Bett. Oh, nicht für mich, weil mein Inventar voll ist. Ein Bett ist genug. Das Problem ist, ich sammle Betten. Ich sammle Betten! Hängt sich so Betten an die Wand. Andy ist einfach das dänische Bettenlager. Das ist einfach mein Bett in Ultra Rare. Bin ich ganz stolz drauf. Das hat Glitzerfolie. Dein Bett in Ultra Rare. Bett. Ich habe letztens einen Stream gesehen, gestern Abend noch einen Stream gesehen, da hat jemand so 3D-Art gemacht und oh, ich hätte, würde das so gerne auch machen. Sieht so cool aus. Nicht so schwer, Andy. Es ist nicht schwer, aber es ist kostspielig. Ich weiß auch schon, mit welcher Karte ich das machen wollen würde, aber... Eins, zwei... Oh, thank you, Nader! Ich habe den Netz angeguckt. Hier von, kennst du wahrscheinlich nicht, ist ein amerikanischer YouTuber, Jay Witz. Der hat schwarzes Magiermädchen als 3D-Art gemacht. Und die waren die Augenbrauen. Sehr gut. Ah, natürlich ist es einer zu viel. Ist Vivi schadenfroh? Nein. Maggie fragt gerade. Vivi, bist du schadenfroh? In Bezug auf was? Was habe ich gerade gesagt? Shit, wo ging's lang? Das Ding ist, bei mir ist es immer so eine... Wie könnte man das sagen? Es ist eine Demo-Version von Schadenfreude bei mir. Es ist immer... Ja, pass auf. Nee, wobei ist das auch nicht falsch. Bei mir ist es immer so, ich kann Schadenfreude empfinden, ja, aber dann meistens immer nur bei harmlosen. Sobald ich sehe, dass es zu heftig ist oder derjenige hat sich wirklich wehgetan, dann habe ich Instant Regret und dann so, oh mein Gott, kann man jemanden Arzt holen, oh mein Gott. So, und dann geht's mir wieder schlecht. You need some milk! Okay, sorry. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand, wenn es irgendwas harmloses ist, wie, keine Ahnung, jemand lässt aus Versehen irgendwie was fallen oder... Aber irgendwie was Harmloses, zum Beispiel jemand irgendwie versucht, einen Apfel irgendwie zu nehmen, der rutscht ihn aus der Hand und dann jongliert er da halt mit Apfel rum und der fährt dann letztendlich runter, das finde ich lustig. So, aber wenn das jetzt wiederum ein Glas oder sowas ist, was dann zersplittert, wo man da sich eine Scherbe eintreten kann, dann ist das instant so, oh scheiße, ist alles okay, so. Oder solche Mottos war die letzte Tasse seiner Oma. Ja, deswegen, das bei mir mit Schadenfreude, das ist... Sagt doch, ihr könnt auch mal ruhig sagen, dass ich aktuell ein dunkelblaues Schattenwesen bin. Ich guck nicht die ganze Zeit zu OBS rüber. Weißt du, ich bin die ganze Zeit so ein dunkelblaues Schattenwesen, weißt du, Enderman Retardo und niemand sagt was. Ich dachte, du hättest deine Lightning-Anstellung gefixt. Ja, irgendwie Lightning ist ganz merkwürdig bei mir. Lightning McQueen? Und nun kommt es heraus, es ist gar nicht Shadow, sondern sein edgy Rivale, Silhouette. Ein Silhouette, oh nein. Schluss, ich weiß genau, was er meint. Irgendwie sind meine Bewohner ein bisschen... Dumm. Verstört. Schweinisch. Schweinisch. Die eine Hälfte hat sich ins Schweinegatter geflüchtet, das andere ist jetzt im Pferdestall. Züchtest du dir gerade irgendwie Zentauren oder irgendwie so? Mit großen Nasen. Zentauren mit großen Nasen. Hallo.
19 Diamonds, das ist doch nicht schlecht. Was war nochmal das Ding, wo du meintest, dass man weniger Materialien für Treppen braucht und so? Steinsäge. Kannst du dir eigentlich auch ganz einfach machen. Echt? Wie denn? Ja, erklär mal, Auron, wie denn? Ich guck mal kurz in das schlaue Buch. Ein Eisenbarren und unten drei Steine. So, das war's? Ja. Wie geil. Ich wünschte, ich hätte Ahnung, wie ich mit Dings richtig was anfangen kann. Mit hier so schnell. Redstone, danke. Soll ich mal kurz schnippen? Nee. Was willst du machen? Weiß es nicht, irgendwie da was Nützliches draus machen. Jetzt nicht so wie Auron einmal so Thanos Snap und dann so nach dem Motto, du kannst Pokémon Blau in Minecraft spielen. Oh mein Gott, ist das gut! Das ist das beste Tool der Welt! Du kannst nicht nur aus einfach den Materialien, die du so sonst so kennst, Stufen und Halbstufen machen, sondern auch aus anderen Sachen. Ja, oh, Routini! Oh mein... willst du bei den Türen nach draußen nicht Druckplatten legen, dann kannst du nicht vergessen, die Tür zuzumachen. Das wäre so eine Idee, ja. Oh, das ist so gut. Da macht er schon was mit Redstone. Macht da schon mal Türplatten. Aber ist das denn halt... ist das nugget-sicher? Nein. Weil ich wollte gerade sagen. Nichts ist von Nugget sicher. Stimmt, auch wieder Nugget manage sonst meine Tür. Können durch Tiere ausgelöst werden. Ja, definitiv dann nein. Und die Tür auf und zu machen hat auch was von Realismus. Zu Hause gehst du ja auch nicht einfach die Tür raus und hoffst einfach, dass die eine Redstone-Platte installiert hat. Ja, doch. Ach so. Oh, ich höre seit Stunden schon meine Fighting-Playlisten. Dazu Minecraft-Spielen ist super. Ich weiß nicht, ich brauche immer so die Entspannungsmusik schlechthin bei Minecraft. Das ist halt super Abschaltmodus. Besonders wenn ich hier jetzt Erde klatsch oder so. Klatsch, klatsch. Ich bin gerade zu dumm, das zu machen. Wie ging das? Nicht vorsagen. Nicht petzen. Nicht vorsagen. Nicht bummeln. Das auch. Da bin ich wieder. Hutsam. Baby. Guck mal, er hat nicht gebummelt. Ah, das Ding von der Tanke. So, wozu hat man ein Auto, ne? Schade. Boah, noch mehr Andesit, scheiße. Ich habe mich gerade mal gefragt, ob ich mein Feuerzeug entschranken kann. Nein. Flammenwerfer oder was? Ja. Blaues Feuer. Blaues Feuer? Ach Gott, jetzt hast du wieder was losgetreten. Trigger. Die coolste aller Flammen überhaupt? Grünes Feuer? Ja, danke. Wer von euch möchte Kupfer ins Feuer werfen? Ich punch dich zu Tode! Das ist aber fies, Vivi. Und wieder auf den Server. Ja, und schaut mal, und True Nugget ist... The One Nugget, welches hierher kommt. Wo keine Samen braucht dafür. Ach, da muss ich ja erstmal dahin, oh Gott. Immer was gucken. Stimmt, der brennt ja dann einfach weiter. Oh, ein Skeletor. Boah! Okay. Ich muss mir echt mal hier was einfallen lassen. Das. Da will jetzt noch jemand True Nugget sein, ich merke das schon. Ups. True Nugget Junior. Heavy Metal broke my heart.
In der Nugget. Hol, ich muss nochmal deine Kisten raiden, wenn es erlaubt ist. Oh no, what a nightmare. So. Hier ist mal eine Qual hier mit euch. Das ist die Stufe. Ja. Was können wir da machen? Was brauche ich jetzt eigentlich nochmal? Haltbarkeit, boah. Rüben, Durchschuss. Alter. Durchschuss klingt ja mal sick. Ja, dann kannst du mehrere Ziele auf einmal treffen, wenn sie hintereinander stehen. Richtig durchgeschossen. T-Wurst. Ja, by the way, hol. Durchschlag halt. Ne? Ist Federfall wirklich, dass es einfach den Schaden abfängt oder was macht das? Weil ich krieg die Schadensanimation irgendwie gefühlt immer noch. Es reduziert halt den Damage. Ach so, also ich, glaub, ich dachte. Ab Federfall 4 oder so, ich weiß nicht, wie hoch das geht, kriegst du, glaube ich, keinen mehr. Oder weiß nicht. Also ich glaube, je höher der war, umso weniger Damage kriegst du auf entsprechenden Höhen. So. Ich dachte, es ist einfach irgendwie, dass man erst ab 5 Blocken oder so Schaden kriegt, anstatt 3 in dem Original oder so. Oder 4. Ja. Kennt jemand einen guten Anime auf Netflix? Guck Fullmetal Alchemist. Brotherhood. Overlord. Cash-Up-Item. Oder Food Wars. Food Wars ist witzig. Und total übertrieben. Wollte ich auch mal gucken, eigentlich. Du darfst es nur nicht gucken, wenn deine Eltern ins Zimmer kommen. Wieso? Wenn deine Eltern nämlich genau immer in diesem Moment ins Zimmer kommen werden. War das nicht ein Anime mit Kochen? Ja, aber wenn die probieren, dann geht denen so einer ab, dass die, ist, als würden die einen Orgasmus kriegen. Es ist Food Porn, aber der Enemy. Und die sind halt angedeutet nackt. Ja. Dabei. Die Köche. Alle. Die Leute, die das probieren. Jeder. Weil das so geil für die schmeckt, dass die halt quasi einfach wirklich aus den Klamotten haut und die da den voll einer abgeht. Erinnerst du dich daran, als Andy sich vorhin mit Fla einreiben wollte, das ist basically der Anime. Ist im Grunde das, ja. Das ist irgendwie gruselig. Ja, doch. Ja. Aber es ist so witzig. Nee, warte mal. Das Schlimme ist, so eine Anspielung haben sie ja in Final Fantasy 14 drin, wenn du entsprechend den Comic gelevelt hast. Echt? Da ist so ein Typ, der möchte unbedingt, dass du ihm einen Schnitzel machst. Dann hat er so einen Tagtraum davon, wie er auf diesem Schnitzel liegt. Ja, und sowas hast du halt bei Food Wars ständig. Oh, wie kann er mit dem Andy schlafen gehen? Nö, absolut nicht. Ich war gerade am anderen Ende der Welt. Ach gut. Gute Nacht. Nicht hungrig schauen, big mistake. Ja doch, das kann ich mir vorstellen. Den Anime zu gucken, während du hungrig bist. Da wirst du hungrig, egal was passiert. Eben. Wenn du schon hungrig bist, wird's einfach nur schlimmer. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Warte mal. In diesem Anime wirst du nackt, wenn du hungrig bist. Manchmal geht entweder auf die Säge oder auf mein Bett. Finde ich beides nicht so doll. So. Sehr suizidgefährdetes Huhn geht auf die Säge. Nee, das ist mein Hund. Ach so. Sekunde, bin gleich wieder da. Roger. Ich geh erstmal ein bisschen Wald abholzen. Wald roden. Dazu muss ich aber erstmal. Super holen. Muss ich erstmal eine Axt. Super Toilette. Das auch. Ohne Axt. So. Keine Bäume. Wieso habe ich so viele Fackeln im Inventar? Ach ja, wenn ich auch. Die beste Sicht. Leute. Hier habe ich die beste Sicht. Also möchte ich meinen Eingang hier haben. Beziehungsweise meinen Vorgarten hier. Yes. Ich mach den Vorgarten, glaube ich, auch nicht so brutal. Ah, cool, meine Maus ist wieder leer. Uiuiui, TV. Miau. There we go. Hat sich wieder ein Enderman einen Spaß erlaubt. Klingelstreich. Ruffel.
Schau mal vor, so ein Enderman-Klingelstreich. Du weißt halt wirklich nicht, dass einer klaut dir wirklich, er klaut dir deine Klingel. Nee, der klaut die Tür. Ach, scheiße, da komme ich ja jetzt so gar nicht mehr hoch. Oh. Das ist natürlich nun. Mist. Ja, was sagst du aber? Daran habe ich jetzt aber nicht gedacht. Das ist ja. Oh. Nun. Geht mir gerade genauso, weil das sieht denn eigentlich echt scheiße aus, wenn ich das so mache. Und jetzt kann ich nämlich hier dann das Tor hinmachen. Das Tor! Ja, ich will so langsam mal anfangen, mir das, meine Bude zu bauen. Das Tor. So langsam, aber sicher. Das Tor. Gibt es irgendwie eine Methode, dass man sich wieder Gras setzen kann? Du brauchst einen Grasblock. Hm. Na was? Und der wächst dann auf andere Sachen übrig. Aber wie kriege ich denn einen Grasblock so her? Entweder du verbindest es praktisch jetzt, dass du so eine Erdschnecke den ganzen Berg hinauf ziehst. Oder hold on a second, warte mal, ich meine... Silk Touch, halt. Yes, ich habe einen Grasblock, ich erinnere mich, den habe ich einem fucking Enderman abgenommen. Der ist damit rumgelaufen und habe ihn geklaut. Jetzt bloß nicht setzen. Nee, den setze ich jetzt dahin, wo ich ihn hinhaben will. In meinen zukünftigen Vorgarten. Now I got grass. I got grass out my ass. Ich finde es witzig, wie schnell die Bäume hier sich einfach auflösen, wenn du die abgebaut hast. Ja, danke Auron. Er hat das eingestellt. Das habe ich eingestellt, weil ich das immer. So, und der, finde. Das, der Rasen, der spreadet dann jetzt, oder? Genau. Ja. Okay. Muss nur warten. Der breitet sich. Okay. Hä? Habe ich hier schon mal den Vorgarten, das ist schon mal etwas. Jetzt habe ich hier Stöcker, die. Sei kein Tor. Ich bin Tor. Ein Tor. Wo kommt der Dreckblock hierher? Wo kommst du her? Was für eine Existenzberechtigung hast du? So, wieder da. Scheinbar wollte Nugget meine Bude ein bisschen umräumen. Ich glaube, den hast du gerade wirklich in demselben Moment gesetzt, wo du durch die Tür gekommen bist. So eine Millisekunde, weil der war eine Millisekunde nicht da, als du reingekommen bist. Ich hab gleich drauf geachtet. Einfach wusch, da war er auf einmal. Hä? War das nicht? Achso, warte. I'm stupid. Okay, warte mal, denn so. Das ist ja ein Fuck. Das ist doch ein anderer, der wandert. Der wandert wahrscheinlich nicht. Oder? Nö, der wandert auch nicht. Fuck. Ah, dieser Wald hat einfach nicht genug Bäume. Schlimm sowas, ne? Muss ich ja mal kurz auf die andere Seite rennen. Also wenn ich hier in diesem Waldstück hier was abholze, setze ich sofort wieder einen neuen. Michi ist ein richtiger Förster. Nö, ich will einfach nur den Baumbestand hier erhalten, damit ich ihn immer weiter looten kann. Das ist wie ein Feld, was man immer wieder neu aufsetzt. Also ein Förster. Michi ist ein Förster. So. Ich will nun halt nicht immer weiterlaufen müssen, um Bäume zu kriegen, wenn ich die einfach hier in der Nähe halten kann. Ach, deine. Ist auch gut so. Die ist ja komplett weg schon. Achso. Die Bäume laufen von dir weg. Ja, wenn ich die immer weiter abhacke, dann sind mal die Bäume halt immer weiter weg. Wenn ich die nächsten weghacke. Oh, danke, Vivi. Hä? Ich habe gerade deine Erdebauenkiste gefunden. Ach so! Ja, kein Ding. Das hat ja lang gedauert. Ja, ich war lange nicht mehr an der Ecke hier. Yes, spread it.
Ich habe nämlich bei meiner, bei meinem Tempel den Boden ausgehoben und da ist massig Erdeball zustande gekommen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das so zustande kommt, dass Gras sich so ausbreitet, but okay. Soll mir recht sein. Also es mit der Gießkanne und ein bisschen Liebe. Mit einer Gießkanne und ein bisschen Liebe. Ein bisschen Liebe, ein bisschen. Ein bisschen Hiebe. Dann eine auf die Fresse. Bisschen klingeln. Okay. Arme Rasen. Houtini. Houtini! Zwei, drei. Das Wort der Woche einfach. Ja, fucking Houtini. Zwei. Wieder drei. Zwei, drei. Dann nur noch zwei. Okay, aber die habe ich, glaube ich. Huf. Erde bauen, Erde bauen, Erde bauen, Erde bauen, Erde bauen, Erde bauen. Möchte mal was testen. Irgendwann komme ich mit meinen Katakomben bis nach Vivi. Ich kann mein Gesicht gegen Magma-Blöcke drücken und es stört mich absolut nicht. Na. Oh, das ist nice. Das ist fein. Pack sie bloß nicht unter Wasser. Dann kannst du nämlich nicht mehr drin schwimmen. 1, 2, 3, 4, 5. Ach. Dann wirst du einfach in die Magma gesaugt. Wieso sind das 6? Oh mein Gott, was soll das? Ich krieg einen Anfall. Der Tempel der Ordnung. Der das Tempel der Ordnung. Tempel ist der Unordnung. Absolut Discord. Der Tempel hat einfach keine Lust, geordnet zu sein. Alles. Oh, ich bin nur zu dumm zum Bauen. Das ist alles. Ein oh mein Händler, Gott. So, oh, fahr doch jetzt mit Blablacar, Alter. Mit Blablacar? Was? Ah, ich glaube, ich weiß, was ich meint. Mit Blablacar, alles klar. Ich komme mir vor wie so ein inkompetenter Bildhauer einfach. Nee, das wäre Kiryu. Der haut da einfach gegen, hol, das ist ein Unterschied. Ja, er ist ein Bildhauer. Du bist kein Bildhauer, wenn du ein Bild haust. Beweis mir das Gegenteil. Staub ist Kunst. Scheiße, erstmal eine Louvre gegen die Mona Lisa boxen. Das ist Kunst, das versteht ihr nicht. Das ist Kunstkritik. Mal neu durchgeführt. Vivi? Yes? Brauchst du eventuell Eichenholztreppen? Eichenholztreppen? Oder Eichenholz in generellem. Weil ich habe hier durch das Abbauen von diesen Häusern so viel fucking Eichenholz. Kannst du mir gerne vorbeibringen. Ich meine, selbst wenn ich das Holz an sich nicht brauche, entweder packe ich das später mit in unser Lager und wir haben massig Holz für später. Oder ich mache daraus Holzkohle. Also von daher. Ja gut. Komme ich gleich vorbei. Yeah. Gib da gleich Holz. So, warte mal, ist das denn jetzt akkurat? 1, 2, 3, 4, 5. Ist denn das jetzt original? 1, 2, 3, 4, 5, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hier sind es überall 5. Was ist denn hier? Ein, machst zwei, du deine Glaskuppel weiter, oder was? Nee, die ist fertig. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wisst ihr, wer mich dann draufstellt? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, draufstellen ist nicht so gesund. Okay. Jetzt ist es symmetrisch. Oh mein Gott. Ich bin fast gestorben. Da kriegst du dann heiße Sohlen. Kriegst du heiße Sohlen. So. Nee, ich will mich ein paar Torbögen machen, deswegen. Ach ja. Ein Tor. Oh, Torbögen. Oh, ich will noch. Oh, eigentlich muss ich mir noch so ein. Weil ihr mir ja immer Erde und Kobbel und so weiter und so fort da bringt, muss ich eigentlich irgendwie so ein Shinto-Schrein oder so bauen. Wo ihr dann einfach in so die Gabenbox einfach nur in Erde und so reinschmeißt. Da würde ich sofort alles hinbringen. Oh Gott, der Erde. Okay. Vater Erde. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn brauche. Wird das dann mein großer Tempel dann oben am Wasserfall? Oder wird das der Palast und der Shinto-Schrein kommt woanders hin? Bist du dann der Gott der Erde? Ja.
Dann bin ich der Gott der Bäume. Oh Gott. Ich habe keinen Gottkomplex. Ich bin Gott. Darf ich auch? Michael hockt auf seinem Berg. Ist, daher darf ich auch ein Gott sein? Du kannst mich Krom nennen. Alles also klar. Bist du der Fire Emblem-Charakter oder wie? Nein, er ist Gott des Eisens. Achso. Oh, das finde ich cool, das passt zu Milchi. Gott, das ist Gott von, im Prinzip, Gott Krom ist quasi, der wohnt in der Erde. Und hat einen Berg. Und, naja, er ist halt, der lässt nur die in sein Paradies, die das Geheimnis des Stahls kennen. Und ab und zu kommt da so ein muskulöser Österreicher vorbei und redet bei ihm. Muskulöser Österreicher. Er ist halt Conan, Mann. Das kennt ihr nicht, ihr seid noch zu jung dafür. Ja, und die neue Version ist garantiert kacke. Die habe ich nicht gesehen, aber die ist garantiert kacke. Oh. Es gibt Besseres. Aber Moment. Oh. Wenn Andy der Gott der Erde ist und Auron der Gott des Waldes und Michi der Gott des Eisens, was benenne ich? Kann ich nicht so eine Unlucky Cat sein oder so? Also wenn das wie wir entweder Gott von Foi Tabanga hier auf dem Server und sie ist die Göttin des Andesit oder sie ist Göttin der Glaskuppeln oder Göttin der klemmenden Schubladen. Göttin der klemmenden Schubladen. Die Schutzhelferin. Bei Terry Pratchett gibt's das. Weißt du, wie scheiße es ist? Ist der Schutzpatron der gleich passenden Socken. Du packst etwas in eine Schublade, auf einmal geht die Schublade nicht mehr auf. Ja, und Vivi ist schuld. Vivi ist schuld. Aber ich will nicht so. Dann ist Vivi ja so ein richtiger, so ein Kobold-Troll. Also ich brech's mal runter. Vivi ist Dobby? Vivi ist Dobby? Ja, keine Ahnung, was für eine Göttin sie sein kann. Ich trage meine Socke mit Stolz. So, der war ja. Was, sad. Das Lieblings. Ich weiß was, sie ist die Göttin der Ordnung. Das ist eigentlich eine gute Frage. Was ist unser Lieblingsschimpfwort? Houdini! Endlich! Lieblingsschimpfwort? Also meins ist fuck. Weil fuck ist unglaublich flexibel. Du kannst es halt immer benutzen. Ach, machst du jetzt praktisch die Magma-Blöcke, damit da nichts schmilzt oder was? Nö, ich glaube einfach jetzt so, aus modischen Gründen. Fußbodenheizung. Also ich glaube so wirklich ein Lieblingsschimpfwort habe ich nicht. Aber ich sag voll oft Kackspaß. Ich weiß nicht warum. Kackspaß. Du hast eine Millisekunde zu spät. Also bei mir ist es einfach nur, mein Lieblingsschimpfwort ist in der Regel einfach nur Scheiße. Scheiße, Kacke, irgendwas Fäkales. Direkt neben Stirb aus. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, aber ich habe doch nur diese komischen Wörter, die ich immer mache, wenn ich so richtig Scheiße drauf bin, dass ich einfach so ganz viel aneinander kette, was überhaupt keinen Sinn mehr macht. So wie das Gewehre, Dummi, Batzi, Doofi, Pupsi. Sauer, Batzi, Dumm, Batzi, Doof. Du bist ein Fick. Oh Gott. Du bist ein Kack. Du Kack. Ja. Ey, das ist aber eigentlich von Zuckzui. Also da haben wir an sich kein... Das wusste ich nicht mal. Doch, das ist seins. Ich hatte das nur immer dann gesagt, weil ich das so witzig fand. Das heißt ja, dein Lieblingsschimpfwort, nicht deine eigene kreative Schöpfung. Ja, genau. Wenn es nach eigene kreative Schöpfung geht, dann ist mein Schmuck. Mein Schisch. Baby ist gerade weg. Hä? Ich bin weg? Ja, ich hab deinen Satz nicht gehört. Nee, ich hab gesagt, wenn es um meine eigene Kreation geht, dann ist es bei mir Schmoggo. Schmoggo! Klingt wie ein Pokémon. Schmoggo. Sauer die Power, die dumm hat sie doof. Sauer die Power, die Dumbazi doof. Wer wird denn da auf meinen Berg gesprengt? Ja, das war ein Creeper. Den hätte ich fast erwischt, aber der ist dann doch zu schnell explodiert. Oh. Konntet euch immer noch nicht einigen, wem der Berg gehört? Also ihm gehört alles unterhalb des Berges und mir halt obendrauf alles. Ist doch ganz klar. Also ich war zuerst da und er hat den Amerikaner gemacht. Hey, du hast gesagt, ich kann da oben hoch. Ja, aber habe ich gewusst, dass du da plötzlich Silvester feiern möchtest?
Near tree by a river, that's ja, meine Idee. Außerdem, wenn, dann möchte ich gerne Silvesterraketen haben. Und die kann ich auch mit der Armbrust abfangen. Da kannst du nämlich richtige übelste Schadenstacks mitmachen, wenn du das Ding auch noch mit Multishot hast. Dann machst du Slash Damage und kannst dann einfach mehrere Raketen einfach, dann kannst du. Dann bist du wie die Amerikaner mit Streumunition. Einfach nur bösartig. Fakt ist einfach, ich mag diese Magma-Blöcke total. Sehen ja auch fancy aus. Deswegen, ich tarn das jetzt als Fußbodenheizung. Sauer die Power, die dumpert sie doof. Oh. Aua! Was? Ja, wer schießt was wo? Hä? Nani, the fuck? Was? Das sind ja gleich die Gegner auf einmal. Jetzt bin ich... Okay, was? Es ist immer sehr, sehr witzig, wenn sie ihre Überraschung versucht zu artikulieren. Ich merke schon, das Ding ist, allein, pass auf, allein meine Outlines, das Haus wird viel zu groß. Ich weiß gerade nicht, was passiert ist. Ich war oben, pass auf, ich war gerade oben auf meinen und war gerade dabei am Bauen und plötzlich von irgendwo, ich habe keine Ahnung von wo, trifft mich ein Pfeil und ich krieg Schaden. Und ich denk mir so, hä? Ich sehe nicht mal ein Skelett. Ah, da! Oh, du Arschloch! Wie bist du mit Arrange-Modus? Du Arschloch, ich kill dich, ich bring dich um, ich zerfetz dich, ich fick dich tot! Ich verwütte dich an meinen Hund! Geh doch aus meinem Wald raus, geh zurück in deinen Wald, du Schrat! Du Schrat! Mir was Neues, ich brauch was Neues zu essen. Weißt du, mach hier Kunststückchen auf meinen schönen Bambus, der Kasperkopf. Alter, ich hatte gerade richtig die Probleme, Mann. So. So, ich fass mich oben erstmal in den Wald. Ich will noch ein bisschen die. Einfach nach oben drücken. Ja, irgendwie hat es gerade nicht so ganz funktioniert. Wo soll ich denn noch eine Ladung für mich? Was brauchst du? Ich hab Treppen. Oh, er guckt mich vorhin schon nicht an. Ich hab Treppen. Warte. So, okay. Ich hätte da eine lustige Idee, was man noch so alles Lustiges tun könnte. Oh Gott. Ich glaube, ich baue hier mal kurz was. Das sieht zwar äußerlich kacke aus, aber es könnte. Okay, warte mal. Lasset mich traden. Warte mal. Ich weiß nicht, ob du es brauchst, aber. Ich bin mal gespannt, wie das von hier aus aussieht. Wenn das Ding bei Andy einfach fertig ist, dann ist einfach hohl in so einer Mulde eingesperrt. Alter, du sollst nicht verschwenden, ne? Nee, das Spiel kenne ich aus Kindsköpfe, das spiele ich. Nee. Warte, wo landen der? Der hat ein bisschen. Ah, hier. Was ein Feeling gerade. Ich bin hier total konzentriert am Minecraft. Plötzlich höre ich irgendwo ein Auto starten, der mir so. Aua! Minecraft, Autos? Alter, Andy, ich hab kein Essen mehr, ne? Ich bin kurz vorm Verrecken. Genau zwischen die Augen. Wunderschön. Was? Boah, Alter. Kinder, seid lieb zueinander. Okay. Oh, hi, Auron. Wollt mal hier auch ich habe einen Pfeil im Kopf. Oh. Ich bin. Tot. Eine Zielscheibe. Ich bin tot. Du bist auf der anderen Seite. Du bist tot? Bist du tot, Fifi? Nein, hol mal gerade, ich bin tot. Achso. Ich hab gesagt, du bist tot. Ich merke, ich mach den Umriss hier schon wieder viel zu groß. Das wird eine viel zu große Bude einfach. Nein, du denkst nicht groß genug. Deine Mutter ist nicht groß genug. Was? Hier ist ein einsames Lama, aber wo ist der Händler? Tot? Wahrscheinlich. Ach, du machst. Wahrscheinlich hat es dein Space Crossover gesehen und Selbstmord begangen. Space Crossover. Hier ist mein Basislager. Hier ist mein Auto. Hier ist mein Vollautomatikgrill. Mein Vollautomatikgrill? Ja, im Prinzip ist es ein Ofen, wo ich mit mittels drei Trichter und drei Kisten, der lädt automatisch Brennstoff und Zeug, also hier Rohmaterialien, packt er automatisch da rein und unten schmeißt er halt alles fertig in eine Kiste. So. Er macht es halt richtig amerikanisch, er verbrennt auch Kohle, wenn er nicht da ist. Ja, im Prinzip, das Ding kann einfach durchbrennen.
Brennstoffkiste mit Lava-Eimern vollknallen. Also, die tauscht er automatisch aus. Er schmeißt die leeren Eimer raus und kann die voll ausnutzen, ohne dass ich dann darauf achten muss. Ich habe von den Öfen auch mehrere bei mir. Ja, ich habe bisher noch nicht genug Eisen oder so, dass ich jetzt noch 1000 andere. Ich habe so eine automatische Bambusfarm gebaut, wo halt der ganze Überschuss dann auch halt so einfach mit da reingeht. Das ja, hat mein, da könnte jetzt bei mir in meinem Wald rumturnen wie eine tschechische Kunstturnerin. Ja, aber ich mag den Automatikofen. Das ist mein Lieblingsfarm. Ja, die Outlines sind echt crooked. Ach so. Jetzt baue ich noch eben einen Wasseraufzug. Mir fehlt noch so eine so ein richtig großer Weg, einfach so auf den Berg so. Ja, das kommt später, wenn ich genau weiß, wie mein Tempel steht und alles. Deswegen baue jetzt müssen wir erstmal abwarten, bis wohin sich Andy ausbreitet. Nee, also ich glaube, das Maximalste, was ich jetzt noch mache, ist halt eine Wand runterziehen von meinem äußersten Ring, der da oben ist, und das ist dann... Hast du schon irgendwie berechnet, wie viel Erde du brauchst? ich berechne sowas nicht, ich habe Angst vor der Zahl. Ich habe Angst vor der Zahl! Ich habe mir schon überlegt, ob ich mal einmal die Outlines nehmen soll und ob ich das mal ausrechnen soll. Oh, perfekt. Oh Gott. Es ist einfach viel. Ich sage es, wenn Vivi noch weiter irgendwie buddelt, dann wird das schon. Wenn ich weiter buddel? Ja. Ich kann dir tatsächlich so gut wie gar keine Erde anbieten. Aber wie gesagt, die Sache ist, ich will halt wirklich die Zahl gar nicht wissen, weil es bringt mir nichts, die Zahl zu wissen. Ich weiß einfach nur, es ist viel. 28. Ich muss auf jeden Fall nachher irgendwann anfangen, Nether-Ziegel zu grinden. Das ist halt so der größte Knackpunkt. Konnte ich mir jetzt Diorit nehmen? Theoretisch? Räum weg den Scheiß, ich brauche Platz in den Kisten. Rein theoretisch ist das möglich. Ja gut, dann mache ich das. Runter geht er. So, ich muss mal meine Farm wieder abarbeiten hier. Wie komme ich denn jetzt? Wie bewegt sich Majima immer? Er sitzt die ganze Zeit. Teleportation. Wahrscheinlich schiebt Nugget ihn die ganze Zeit durch die Gegend, während er nicht hinguckt. Kann gut sein. Oder er sneakt sich an, wenn du nicht hinguckst. Das ist halt dieses, was Hunde so manchmal machen, dieses auf dem Arsch rumrutschen. Er ist einfach Savior, er sitzt. Oder war Vivi wieder bei mir abgehackt? Sad face. Wer von euch hat für mich noch Kobbel? Ach, da habe ich. Ich verarbeite alles Kobbel derzeit. Ich glaube, der ist nur noch Kobbel. Wofür brauchst du das Kobbel? Na, jetzt so als Füllmaterial, damit ich da die Außenwände halt nicht komplett mit Erde fülle, weil Erde ist, wie ich gemerkt habe, doch kostbarer als Kobbel. Ja, liebe Kinder, die Erde ist wertvoll. Je nach Hol, wenn du Kobbel möchtest, wenn du glatten Stein möchtest, kann ich dich beliefern. Ich habe davon. Hol kann mich da auch beliefern. Der hat. Der brennt ja alles, damit er die XP rauskriegt. Also Magma-Blöcke können eigentlich echt nichts anzünden, ne? Übrigens, Hol, ich habe jetzt. Anzünden. Die tun mir weh. Ja. Ich habe immer so eine Flasche. Aber die Konstruktion bauen. So. Nochmal. Was hast du? Ich habe immer jetzt so eine Flasche von deinem tollen Gebräu mit. Wenn ich da oben arbeite, dass ich dann wirklich mir nichts tun kann. Ich brauche bald so dringend mein Lager. Ich bekomme einen Anfall. Mein Gott. Ich muss mal wieder was von dem Zeug zusammenbrauen. Ja gut, dann werde ich mich jetzt erstmal an Holz Vorrat zu schaffen machen. Du solltest schlafen gehen. Schlafen? Waffen? Kommen die überhaupt noch rechtzeitig zum. Bevor irgendwer anders schlafen geht? Nein. Crunch. Fuck. Entschuldigung! Mann, jetzt habe ich die ganze Nacht durchgerannt. Und wir rennen durch die Nacht. Ist das so? Das ist keine Kohle, Vivi. Ist das dabei? Nein, habe ich natürlich vergessen. Ja, habe ich meinen Eimer dabei? Ja, die Tür sieht echt besser aus. Alter, ich meine, die fucking Akazienholztür sieht echt scheiße aus, ne?
In dem Texture-Pack, ja. Ah, es ist ein Standard-Pack-Ding. Also, ja, ja, es ist immer noch ein Texture-Pack. Es ist das Standard-Texture-Pack. Oh, warte, ich habe noch eine Idee, die ich eigentlich also ganz sieht das Standard mal schlecht aus? Ich mag ja besonders die Türen, wo du wirklich durchgucken kannst. Du weißt nicht, ist einfach so. Ich mag immer die massiven. Ich auch, ich habe auch nur die dicken. Ja, meine persönlichen Häuser sind auch mit Eisentüren gesichert, einfach weil ich keine Bewohner in mein Haus haben will. Ich hoffe, er nicht einfach. Heißt, erst vertreibst du sie aus ihrem Zuhause, reißt ihnen die Gehäuse ab und dann möchtest du dich mal mitnehmen. Ich bin halt so der typische Amerikaner. Ich komme einfach auf ein Land, sehe, ja, das gefällt mir, hier baue ich was hin. Okay, ihr werdet hier auch irgendwann wieder wohnen können, aber solange müsst ihr euch hier halt so ein Einzelzimmer teilen. Und du bist ein typischer Amerikaner. Du baust ein Omega-Croissant. Ja. Du bist ein Franzose. Ja gut. Na, Franzose. Oui, oui. Hey, oui, oui. Oui, oui, mon chéri. Ja, die Franzosen, als sie noch erobert haben und sich nicht ständig ergeben haben. Oh, Sickburn. Ah, wo sie die Schweizer nachmachten. So ungefähr. Nicht mal auf die Idee kam sie selber. We surrender. Von der Schweizer? Nee, Franzose. Ricola. Yolaiti. Yolaiti. Von wer hat sich ergeben? Richtig, Franzose. So, wie mache ich das jetzt? So. Ah. Genau, weil da von Frankreich bestwundert. Ich möchte so eine Garagen-Dings eigentlich haben. Wisst ihr? Das funktioniert. Das mache ich aber ein andermal. Ich mache hier für heute Feierabend. Mir schmilzt mein Hirn gerade aus dem Schädel. Und das nicht mal, weil es warm ist, sondern einfach, weil ich mich irgendwie... Ich fühle mich gerade echt funky. Ich habe so diesen Punkt in Minecraft erreicht, wo ich nicht mehr wirklich viel mache. Habe ich überhaupt in der letzten Zeit was gesagt? Was? Gesagt? Ja, ich meine, ich habe so das Gefühl, ich habe so die letzte Zeit so gar nichts gesagt. Also bist du voll weggezoned? Ich bin richtig in die Zone gedroppt. Ich bin richtig weggedroppt. Ja, slowly drifted. Dafür hast du dann ja immer noch die Co-Kommentatoren. Ist ja dann deswegen, Minecraft hier im Chat hier mit euch ist echt immer nice, weil manchmal kannst du dann einfach mal so shutting down und dann bist du weg. Ist einfach tot. Kommst auch nicht mehr wieder, es ist einfach weg. Der folgende Streamer fährt im Autopiloten. Ja, so in etwa. Also ich war echt dead zoned. Kann man es einer bestätigen? Habe ich in letzter Zeit was gesagt? Nee, ne? Ich sehe das in letzter Zeit irgendwie ein bisschen häufiger, dass einfach Streamer wirklich was machen, wo sie richtig schön wegzonen können. Einfach so. Ich meine, ich finde das schön, weil an sich ist es schön, ne? Weil du kannst einfach mal hier, du siehst die 3D-Cards, da hat der Streamer dann auch einfach eine Stunde lang gefühlt nur ab und zu mal gesagt, so, sorry, dass ich das nicht so gut kann. Und mehr nicht. Obwohl er eigentlich sonst so halt voll der Kommentator-Stil ist. Aber da hat er halt gesagt, so, ich zone hier gerade voll weg.